Rund um den Brustring. Der Podcast. Rund um den VfB Stuttgart. Hallo, hier ist Roberto Hilbert. Hallo, hier ist Peter Reichert. Hallo, hier ist Andi Buck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring. Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Und mein Name ist Yannick. Und dies ist die 33. Sonderfolge des Podcasts. Ja, die neue Saison steht vor der Tür, 2021-22. Und das heißt, wir nehmen wie jedes Jahr auch eine Saisonvorschau auf. Und dazu haben wir uns diesmal einen Gast eingeladen. Der war vor 5 Jahren das letzte Mal da, nämlich 2016 zur Folge 10. Es ist George Moisidis vom Kicker. Hallo George. Hallo ihr beiden. Guten Abend und danke für die Einladung. Ja, bei Twitter findet ihr ihn unter @georgemoisidis. Und bevor wir gleich auf die Saison blicken wollen, die anstehen, auf den Kader, mal ganz kurz zu dir, George. Wie geht's dir und wie war es in Österreich? Du warst ja im Trainingslager. Also es geht mir gut. Ich meine, in der heutigen Zeit mit dem ganzen Virus muss man froh sein, wenn man gesund und munter ist. Und wir, also die ganze Familie und ich haben es gut überstanden, sind gut durchgekommen, sind jetzt alle geimpft. Also ein kleines bisschen entspannter, alles gut. Und ansonsten, wie gesagt, wir freuen uns im Endeffekt auf die neue Saison, die ja jetzt eigentlich schon nächste Woche beginnt. Und da war ich auch im Trainingslager jetzt vor einer Woche. Da war es, wie soll ich es nennen, im Endeffekt war es ein Trainingslager ohne jetzt außergewöhnliche Dinge. Also ich habe ja schon mittlerweile, weiß ich nicht, pro Jahr im Schnitt wahrscheinlich 2 erlebt. Also von daher war es eigentlich ein ganz normales, angenehmes, freundliches, gut zu bearbeitendes Trainingslager. Sehr schön, sehr schön. Ja, wir haben natürlich, ich habe deinen Twitter-Handle gerade genannt, aber ich glaube, die meisten Leute, die auf Twitter unterwegs sind, die kenne ich schon ganz gut. Wir haben ein paar Fragen direkt an dich bekommen zu deiner Arbeit als Journalist. Die würde ich mal vorne dran packen gerade. Du hast gerade schon Thema Corona angesprochen. Der Ed Brezelbaum fragt, hat die digitale Pressekonferenz, die es ja nun seit 1,5 Jahren gibt, hat die Vorteile oder Nachteile für euch? Und wie kommst du an Spielergerüchte? Telefonierst du einfach Leute im Ausland ab, ob es News gibt? Oder wie machst du das? Vielleicht kannst du da kurz was zu sagen. Jetzt muss ich schon die erste Frage und schon die Geheimnisse verraten, oder was? Nein, also für mich persönlich, der ja nicht in Stuttgart lebt, sondern von Nürnberg aus alles macht, sind natürlich diese Videokonferenzen doch eine Hilfe, weil da kann ich mir doch einiges an Kilometern und einige Stunden auf der Autobahn ersparen. Also von daher finde ich das durchaus angenehm. Natürlich vermissen wir dieses ganze Drumherum, so diese Mixzone zum Beispiel, oder dass man eben die Leute doch in der PK mal den Leuten gegenüber sitzt. Aber diese Videokonferenzen haben, wie gesagt, also wenn es normale Termine sind, und davon meine ich wirklich so Spieltagskonferenz, dann hat es schon einen Vorteil. Also ich kann ein Beispiel nennen, dass wenn die PK um 11.30 Uhr ist, fahre ich hier, sage ich mal, um 8 Uhr los, damit ich auch wirklich pünktlich durchkomme, weil wir wissen ja, wie die Straßen rund um Stuttgart sind. Und dann bin ich da, dann ist die PK, dann steige ich danach noch und fahre dann wieder zurück, und im Endeffekt bin ich für, weiß ich nicht, vielleicht 2,5 Stunden Arbeit, je nachdem, was da im Endeffekt rüberkommt, manchmal ist es sogar weniger, bin ich aber zumindest mal 6 oder vielleicht auch 7 Stunden auf der Straße. Also ja, da hat das schon Vorteile. Und ansonsten vom Arbeiten, da hat sich nicht viel geändert. Ich meine, die Zeiten haben sich insgesamt geändert zur Anfangszeit. Also in meiner Anfangszeit, das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt, war es halt wirklich so, dass du Anfang der Saison von der Pressestelle ein Fax bekommen hast, wo alle Telefonnummern vorhanden waren, die im Endeffekt im sportlichen Bereich relevant waren. Das war also, das ging los vom Präsidenten bis zum Moischi, der ja auch schon so lange dabei ist. Und das waren damals natürlich keine Handynummern, sondern wirklich Telefonnummern. Also konntest du quasi Leute daheim anrufen. Du konntest in der Kabine anrufen. Es war zum Beispiel Standard, mittwochs nach dem Vormittagstraining mal beim Trainer durchzuklingeln, um mal zu fragen, wer so ausfallen könnte und ob es irgendwie etwas gibt, was man wissen sollte.
Also da hat sich doch sicherlich einiges verändert. Dafür ist es aber auch so, dass man sagen muss, dass die Pressestelle natürlich, und da muss ich die Pressestelle des VfB zum Beispiel wirklich loben, die im Endeffekt doch sich im Normalfall weitgehend als Partner sieht und da zum Beispiel mit jemandem sprechen will, man die Leute auch ans Telefon bekommt. Und in Sachen Informationen ist es natürlich völlig klar. Also ich bin jetzt nicht auf Twitter oder irgendwo unterwegs, weil ich irgendwo mir ein Ei draufpelle, zu sagen, guck mal, mir folgen so und so viele Leute. Ich meine, es freut einen, wenn die Leute wirklich einem so folgen und interessiert sind. Und im Normalfall, also ich muss sagen, so im Großen und Ganzen zu 99% habe ich bis jetzt eigentlich auch weitgehend positive Erlebnisse gehabt. Dann ist das auch was Schönes. Aber es ist im Endeffekt ist es ein Informationsmedium. Das bedeutet, ich habe ganz viele Leute, die mir dann entweder, ganz viele sind es nicht mal, aber es gibt immer wieder Leute, die mir dann persönliche Nachrichten mal schicken mit irgendwelchen Links zu irgendwelchen Geschichten, die irgendwo aufpoppen in der Welt. Manchmal aus Quellen, an die ich nicht mal denken würde, mal nachzuschauen. Und im Endeffekt ist es so, man geht halt einfach jeder Information nach. Das ist so einfach. Und ansonsten, das Arbeiten ist halt wie immer. Ich meine, ich mache das ja nicht seit gestern. Ich habe so viele Leute überall, also egal, im Verein, rund um Verein, am Verein, Ex-Leute vom Verein, Kollegen, die irgendwo Leute kennen mit diesem Bezug, Kollegen aus dem Ausland und so weiter und so weiter und so weiter. Die Quellen sind eigentlich völlig wahllos, die kann man gar nicht zählen im Endeffekt, wo immer mal wieder entweder ein Anruf kommt oder eine WhatsApp kommt oder man weiß, man hört irgendwas, was ich ja vorhin erzählt habe, man liest irgendwo etwas, man schnappt was auf und dann geht man nach, weil man ja dann weiß, wen könnte ich denn fragen, wer könnte denn was wissen und so und so entwickelt sich das Ganze. Also es ist sicherlich eine etwas veränderte Art der Recherche, aber im Endeffekt funktioniert das meiste immer noch übers Telefon. Also entweder schriftlich oder eben mündlich, dass man anruft. Ja, nur, dass du jetzt keinen Fax mehr bekommst. Fax ist ein ganz guter Hinweis. Der Ed Kurani sei Oma hat gefragt, wie lange berichtet George schon für den Kicker über den VfB? Ich glaube schon, als ich noch ein Kind war, stand schon sein Name unter den Artikeln. Jetzt können wir vielleicht erraten, wie alt Ed Kurani sei Oma ist, wenn du mir sagst, wie lange du schon über den VfB berichtest. Ja, ich könnte ja auch mal raten, wie alt ich bin. Das ist wahrscheinlich noch schlimmer. Ja, also ich habe 88 volontiert. Und bin 90 zum Kicker und bin also seit 90 beim Kicker und habe damals, als ich ganz neu war, natürlich mich erstmal hinten anstellen müssen und bin einfach so an meinen freien Wochenenden, samstags und wann auch immer. Damals hat man ja noch so schönen Samstagnachmittag alle Spiele gehabt. Bin ich halt mit und habe den Kollegen einfach geholfen und habe Stimmen gesammelt, wie es bei uns immer so im Jargon heißt. Und bin dann irgendwann mal da reingewachsen und war im Endeffekt die Saison darauf, so ab 91, 92. 92 sind sie am meisten geworden. Im Endeffekt habe ich, glaube ich, Saison 91, 92, weiß ich nicht, wahrscheinlich über 20 Spiele von den 34 gemacht. Ich glaube eher 25, weil in der Rückrunde war ich eigentlich bei fast jedem Spiel. Das hat sich, wie gesagt, so entwickelt. Also im Endeffekt seit 91, 92 VfB. Dazwischen habe ich einmal ein Jahr Ulm gemacht, weil ich ja in der Nähe von Stuttgart ja groß geworden bin und dann hat es halt geheißen, du kennst dich doch aus, mach mal. Und dann habe ich auch mal per Zufall 3 Jahre den FC Augsburg gemacht, aber dann hat man mich wieder quasi zurückbeordert und seitdem mache ich im Endeffekt den VfB, ja. Also seit fast 30 Jahren. Na, sehr gut. Wir haben so ein paar Fragen, ich fasse die mal zusammen, weil die müssen wir nicht alle einzeln durchgehen. Da geht es ein bisschen um die Zusammenarbeit mit dem VfB. Du hast ja gerade schon gesagt, die Zusammenarbeit ist da eigentlich ganz gut. Ich nehme mal exemplarisch raus die Frage vom Ed Balakow. Ist für dich als Journalist in der Zusammenarbeit mit dem VfB eine Aufbruchstimmung zu spüren? Ist der VfB lockerer, transparenter, zugänglicher geworden als früher? Also das so kommt es, glaube ich, Janik, so kommt es uns zumindest als Fans zumindest vor. Ja, ganz sicher. Also ich habe, wie gesagt, in den 30 Jahren schon vieles erlebt. Wie gesagt, früher war es noch unverkrampfter, was sicherlich auch daran liegt, dass natürlich die Begleitumstände andere waren. Weißt du, so keine sozialen Medien, kein Internet, keine Hetze, keine Hate Speech und was es da alles gibt, keine Shitstorms. Das gab es damals alles nicht.
Damals hat man jemanden angerufen, hat ein Interview geführt und hat es abgedruckt. Und im Normalfall, also zumindest ist mir es noch nie passiert, war auch alles okay, weil man eben sich gegenseitig vertraut hat. Und eigentlich behaupte ich jetzt mal, und das gilt jetzt nicht nur für mich, sondern ich glaube auch für die weit größte Zahl aller Kollegen, weil man einfach anständig sauber miteinander umgegangen ist und da sich nicht gemüßigt gefühlt hat, irgendwo Leute für Klickzahlen, für Auflagen oder was auch immer in die Pfanne zu hauen oder irgendwo auszuboten. Und das war ein anderes Arbeiten. In der Phase war es auch okay, dass man ab und zu mal, war man auch mal kritisch und dann gab es auch schon mal einen Anschiss vom Pressesprecher, der dich halt mal angerufen hat und dich mal kurz beschimpft hat, aber danach war es okay. Wieder, ja, das passiert, das ist auch nicht schlimm, weil im Endeffekt, wenn die Leute mich fragen, sage ich immer, wir die Journalisten nehmen uns ja raus, auch zu kritisieren. Das bedeutet, wir müssen genauso natürlich auch einstecken können. Also wenn einer irgendwas nicht gut findet, finde ich, gehört sich einfach dazu, sich das genauso anzuhören. Ich finde nur, wie man miteinander halt umgeht und der Ton macht die Musik und ja, wie gesagt, es gibt Leute, die das überziehen, das haben wir ja, kennt ihr ja selber auch, die natürlich irgendwo auf Twitter dann irgendwo anfangen, blöd zu sein, aber da gibt es ja zum Glück gewisse Mittel, um die Leute auch stillzustellen. Aber im Endeffekt ist es eigentlich ein sauberes Miteinander. Also ich habe, wie gesagt, selten negative Erfahrungen gemacht in der Richtung. Und was den VfB angeht, wie gesagt, die Zeiten haben sich geändert. Es wurde ein bisschen, sage ich mal, rauer. Es kam natürlich auch immer auf die Leute an. Ich habe auch mit Gerhard Mayer-Vorfelder zu tun gehabt. Ich weiß, dass viele Leute ihn auch da, wir wissen ja selber, wie viele Leute gegen ihn waren. Und trotzdem finde ich, hat er als Präsident den VfB unglaublich positiv verkörpert und gut nach außen verkauft. Und der VfB hat ihm sehr viel zu verdanken. Und ich muss wirklich sagen, ich kann das wirklich deswegen beurteilen, weil ich ihn als früheren Kultusminister, und ich kam ja auch irgendwann mal von der Schule, natürlich alles andere als angenehm empfand. Aber ich muss wirklich sagen, der Mann hatte große Stärken damals, die zum Beispiel auch darin lagen, dass er ein, wie es so schön heißt, ein Mann des offenen Wortes war, der, wie ich dir ja gesagt habe, da klingelt mal das Telefon, dann sagt er, da ging es mal um eine Geschichte, wie viel Schulden der VfB hat. Und die Zahlen waren eigentlich klar, aber es hat ihm irgendwie nicht gefallen. Und dann hat er mich angerufen, da ist erst die Sekretärin dran und sagt, ja, der Chef will dich sprechen. Und dann fängt er an, also muss ich jetzt, also das mit den Schulden, das stimmt denn. Da sage ich, ja, MV, aber das stand doch jetzt überall. Ja, das stimmt doch nicht. Nein, nein. Und so. Und dann ging es ein bisschen hin und her, aber dann war das auch okay. Versteht ihr? Also da gab es kein Beleidigtsein, kein Leute, ich nenne es mal, diskreditieren, beleidigen, beschimpfen, sie quasi 5 Minuten zuzubrüllen und wieder aufzulegen. Das gab es einfach nicht. Und das wurde in der Zeit dann immer, eigentlich muss man sagen, immer schlechter, bis es jetzt, sage ich mal, bis vor nicht allzu langer Zeit mal wirklich eine Art Tiefpunkt gab. Ohne jetzt näher darauf eingehen zu wollen, ich glaube, die meisten wissen, was ich meine, wo wirklich im Endeffekt Leute diskreditieren, Leute beleidigen, beschimpfen, anzulügen, einfach Mode war und beliebtes und angesehenes Stilmittel, Umgangsstil war. Aber im Endeffekt sieht man ja auch, dass die Art und Weise natürlich nicht unbedingt weder sportlich noch zwischenmenschlich Erfolg hat. Und diese Leute sind jetzt mittlerweile weg. Und man muss wirklich sagen, dass der Umgang aktuell mit dem VfB sehr gut ist. Also wirklich, und zwar, ich rede nicht davon, dass die Leute manchmal vielleicht auch nicht glücklich sind, wenn man etwas aufdeckt. Wir haben ja diese Geschichte mit den Daten, mit der Datenaffäre gehabt, die mein Kollege Benny Hoffmann da aufgedeckt hat. Selbst in dieser Phase hat sich der Verein einfach absolut sauber und korrekt verhalten. Das finde ich, muss einfach so sein, weil er möchte ja umgekehrt auch, dass man sauber und anständig sich verhält. Und damals, wie gesagt, der Benny hat einen riesen Job gemacht und hat im Endeffekt die Geschichte sehr, sehr sauber recherchiert und sehr, sehr sauber dargestellt. Und
da muss ich wirklich sagen, auch ein Kompliment zum Beispiel an Thomas Sitzelsberger, der damit sehr, sehr sauber umgegangen ist, der ja wirklich nicht unbedingt wenig um die Ohren bekommen hat. Auch zu Recht. Aber letztlich, wie gesagt, hat er das sehr, sehr, sehr professionell, sage ich mal, abgearbeitet. Und wie gesagt, das merkt man. Also ich kann, wie gesagt, aktuell nur sagen, dass es ein sehr angenehmes, sehr gutes Zusammenarbeiten ist. Was vielleicht der eine oder andere natürlich jetzt denkt, oh, quasi der VfB hat die Medien in der Tasche. Das ist bei weitem nicht so. Aber es ist einfach ein sauberes, anständiges Miteinander. Und ich kann jetzt aktuell über die aktuelle Pressestelle eigentlich wirklich momentan nur Gutes erzählen. Und im Endeffekt der Tobias Herbert, der jetzt auch, der schon länger oder schon lange Pressesprecher ist, den nehme ich aus der Kritik von vorhin zum Beispiel komplett raus. Der hat sich auch in diesen Phasen sehr, sehr sauber und anständig verhalten, sehr professionell verhalten. Wie gesagt, da gab es andere Leute, die ihr Eigenleben geführt haben, was ihnen irgendwann mal, wie soll man es nennen, um die Ohren geflogen ist. Ja, damit hast du eigentlich schon die perfekte Überleitung. Ich habe es gehört. Ja, damit hast du schon die perfekte Überleitung geschaffen. Mhm. Zum Rückblick auf die Sommerpause, auf die wir ganz kurz blicken wollen. Ganz kurz noch zum Benni. Der bringt jetzt auch bald ein Buch raus, wie man schon sehen konnte beim Verlag Die Werkstatt. Mhm. Also auch da bin ich sehr gespannt drauf. Dreht sich auch um das Thema. Ja. Gut, dann ganz kurz Mitgliederversammlung am 18.06. Da haben wir eine kurze Frage an dich. Ich fasse es zusammen. Denkst du, jetzt ist erstmal Ruhe oder kommt da noch was? Oder sollten wir das lieber an Benni fragen? Also ich glaube schon, dass jetzt Ruhe einkehrt, weil, sag mal, diese große Front der Anti-Vogt-Gesellschaft jetzt ja weitgehend weg ist. Der Wille der Fans, sage ich mal, hat sich durchgesetzt. Ich persönlich halte mich bei einer Beurteilung noch ein bisschen raus. Ich kann über Herrn Vogt zum Beispiel auch überhaupt nichts Schlechtes sagen, was mich jetzt angeht, so aus meinen Erfahrungen und was ich bis jetzt weiß. Weiß natürlich auch, dass sicherlich nicht alles gut funktioniert hat, sonst hätte Thomas Sitzelsberger sicherlich nicht damals seinen Brief veröffentlicht. Also das, ich meine, wo Rauch ist, ist auch Feuer, und man muss aber jedem auf der anderen Seite natürlich auch zugestehen, vielleicht auch mal Fehler zu machen. Ich glaube aber, dass es zumindest mal ein Wille da ist, das Ganze wirklich jetzt wieder sauber aufzuzäumen und sauber miteinander umzugehen. Inwiefern jetzt die beiden Protagonisten, wie soll ich es nennen, ob dieser Zwist oder wie stark der Zwist natürlich die beiden Protagonisten jetzt noch in sich beschäftigt, also es bedeutet, wie sehr das Spuren hinterlassen hat, Wunden hinterlassen hat, kann ich nicht sagen. Ich glaube schon, dass das sicherlich nicht spurlos an allen vorbeigegangen ist, aber ich denke, dass im Endeffekt auch das irgendwann mal heilt, weil im Endeffekt hat niemanden, wie soll ich es nennen, kam kein Mensch ums Leben, und so, also ich glaube schon, dass man das machen kann, und ich glaube schon, dass der Verein insgesamt jetzt Ruhe hat, und ich glaube, dass er das auch verdient hat, und ich glaube, dass natürlich die sportliche Führung, bei der man sagen muss, dass Sven Mislintat da zum Beispiel einen sehr guten Job macht, zusammen mit Pellegrino Matarazzo, muss man einfach sagen, wenn da das Ganze in ruhigen Bahnen verläuft, denke ich, dass das auch sicherlich die Chance hat, längerfristig ruhig zu sein, nennen wir es mal so. Ich meine, wir wissen selber, wenn ihr auf den Tribünen irgendwann mal unruhig werdet, weil irgendwas schiefläuft, dann kann natürlich von daher auch gewisse Unruhe auftauchen. Ja. Aber ich glaube, dass jetzt erstmal eigentlich Ruhe sein sollte. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da jetzt im Hintergrund weiterhin noch, sag mal, die dicken Geschütze aufgestellt werden. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja. Also ich glaube, über die
über die Mitgliederversammlung brauchen wir jetzt nicht mehr ausführlich reden, was da herausgekommen ist, was an Wahlen und Entlastungen angeht. Das haben, denke ich, alle mitbekommen. Es gab noch ein paar weitere Personalien, die in der Sommerpause festgemacht wurden. Zum einen gibt es einen neuen Finanzvorstand, Dr. Thomas Ignazzi, der war vorher bei der Westernbank. Der fängt jetzt, glaube ich, im August an. Und, 16. August. Genau. Und vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass wir auch einen neuen Marketingvorstand haben, nämlich Ruven Kasper, der war vorher für die Bayern in Asien, also für den asiatischen Markt da, und der ist ab Dezember neuer Marketingvorstand und damit wäre dann der AG-Vorstand auch wieder voll besetzt. Yannick, was sagst du denn zu den neuen Trikots? Ja, ganz okay. Ja, als alter Trikotsammler, ja, also man hat sich was getraut im Designtechnischen. Ich meine, das weiße Trikot, ich glaube, ist für jeden Trikotdesigner auch ein bisschen schwierig, da ein paar Akzente zu setzen. Jako hat das, finde ich, auch gemacht, war mutig. Am Ende des Tages muss natürlich jeder für sich subjektiv entscheiden, ob es einem gefällt. Ich finde es ganz okay. Ich habe es jetzt auch zweimal in Farbe gesehen, das Trikot live. Sieht ganz nett aus, auch in der Kombination mit den schwarzen Hosen. Ja, da haben wir viele Kritik dran geübt an den schwarzen Hosen. Ja, ich fand es am Anfang auch etwas ungewöhnlich, aber wenn man die Kombination dann, ich war jetzt am Samstag gegen Barcelona im Stadion, wenn man die dann mal sieht, ja, ganz nett eigentlich, dann doch anzuschauen. Und ja, es ist wie so oft im Leben bei Modethemen, es ist Geschmackssache, aber ich habe auch gesehen, einige haben sich schon gesichert, das Trikot, und haben es auch sichtlich stolz getragen, und ich denke, es wird auf jeden Fall seine Abnehmer finden. Also man kann Jako auf jeden Fall mal ein Kompliment machen aus designtechnischer Sicht, dass man sich auch beim weißen Trikot mal getraut hat, ein paar Akzente zu setzen. Und zum Thema Mercedes-Stern, ja, das wurde ja heiß debattiert in den sozialen Medien. Ja, der ist sehr groß. Ja, der ist sehr groß, definitiv. Aber mich persönlich, aber das ist jetzt nur meine eigene exklusive Meinung, mich stört da nicht. Ich finde es ganz nett. Es soll ja so eine Hommage auch an die gute alte Zeit sein, wo das Sponsorenlogo ja auch immer so ein bisschen mittig war und auch so etwas in den Vordergrund gerückt ist. Ich glaube, so an die alte Anfangstage. Ja, genau, richtig. So die alten Südmilch-Trikots. Wenn wir in dem Trikot dann auch eine schöne, gute, solide Saison spielen, denke ich, wird es auch den einen oder anderen, der es vielleicht kritisch sieht, dazu bewegen, es sich doch zu sichern. Also alles in allem. Das Wichtigste ist drauf, der Brustring, unsere Farben, das Wappen. Das glaube ich zum Beispiel auch. Also ich glaube, dass der Stern, das ist, glaube ich, so eine Art, an dem arbeitet man sich natürlich gerne aktuell auch ein bisschen ab. Aber ich glaube grundsätzlich, also das komplett weiße Trikot finde ich wirklich gelungen, absolut, geht mir zum Beispiel auch so. Und ich muss wirklich sagen, die anfängliche Kritik habe ich jetzt nicht groß verstanden. Da hat man meiner Meinung nach klang da ganz deutlich durch, dass man halt einfach mit gewissen Entwicklungen, was die AG angeht, nicht richtig in Form geht und deswegen natürlich so reagiert hat. Und ich erinnere, also ich bin, um ganz ehrlich zu sein, ich mag lieber den Stand da vorne so drauf, größer, als wenn ich da irgendeinen komischen Schriftzug habe, der über die komplette Seite geht. Also, und ich möchte auch noch was sagen. Mercedes ist ja auch ein Sponsor. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da hat man beim VfB immer gefordert, man will jemanden aus der Region. Ich weiß, Mercedes kann man durchaus kritisch sehen. Keine Frage, aber es ist definitiv ein Unternehmen, was die Region ja auch geprägt hat, wo auch viele Fans unter anderem arbeiten und wo auch zum Wohlstand dieser Region mitgeführt hat. Also ich finde es eigentlich, aber ich bin auch selber Mercedes-Fahrer, vielleicht sehe ich das auch dann so ein bisschen parteiisch, aber ja. Also man sollte sich mal fragen, gibt es denn große Weltfirmen, die nicht kritisch gesehen werden? Das war die nächste Frage. Richtig. Und ich glaube, mit der Metzgerei Müller, die in Bad Cannstatt ist, wirst du wahrscheinlich Bundesliga spielen können. Richtig. Ohne jetzt vielleicht eine mögliche Metzgerei Müller beleidigen zu wollen. Aber ich glaube, das sollte man sich natürlich auch mal vor Augen führen. Ich wäre gespannt, wenn da jetzt plötzlich jemand kommen würde und sagen würde, ich biete euch die Kohle, die eben Daimler oder Mercedes da reinsteckt jedes Jahr und heiße dann, weiß ich nicht, Google oder Microsoft oder Amazon oder was auch immer, da wird der Aufschlag genauso groß sein. Also ich glaube, man sollte da auch ein bisschen überlegen, wie soll ich es nennen,
wie die Alternativen wären. Weißt du, einfach ist das nämlich nicht immer. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel eine lustige Geschichte war, als damals das, was für ein Gestein los war, als eben Wiesenhof plötzlich in Bremen eingestiegen ist. Dann ging es darum, ob sie quasi auch für die Landwirtschaft werben und die armen Hühner und Dingsbums. Also allen recht machen wirst du es nicht. Und deswegen glaube ich, dass das eigentlich eine durchaus gelungene Kombination so ist. Weiterhin. Richtig. So sehe ich das gut. Auch. Gut. Dann belassen wir uns dabei. Und ich bin nicht Mercedes-Fahrer, nur mal jetzt. Bevor der jetzt jemand kommt. Dann belassen wir uns dabei, bevor wir deine eigene Podcast-Folge genau, so richtig. Aufnehmen. Ja, ja. Ansonsten war natürlich noch die Europameisterschaft. Kann man auch lang und breit drüber diskutieren. Sascha Gleitschitsch war dabei, genauso wie Darko Schulinov. Und noch in eigener Sache, falls ihr es noch nicht gehört habt, wir haben eine Folge zum Thema Vielfalt aufzumachen, natürlich auch im Kontext des EM-Spiels Deutschland-Ungarn in München. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann schaut da mal rein. So, jetzt aber starten wir in die Saisonvorbereitung. Es gab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Testspiele. Ich will jetzt nicht jedes einzelne Testspiel durchgehen. Ich sage nur mal kurz, wie sie ausgegangen sind. Es gab dieses Jakob-Spiel beim FV Hollenbach, das 10-1 für den VfB ausging. Dann hat man 3-0 gegen St. Gallen gewonnen. Dann hat man 1-1 gegen Darmstadt gespielt. Dann gab es diese beiden 30-Minuten-Spiele gegen Liverpool und gegen Wacker Innsbruck jeweils. Das Liverpool-Spiel ging 1-1 aus, gegen Innsbruck gewann man 1-0. Dann gab es über 120 Minuten ein 5-2 gegen Bielefeld und jetzt am vergangenen Samstag das 0-3 gegen Barcelona. Und der VfB war, wie auch letztes Jahr, glaube ich schon, wieder in Kitzbühel. Das hatte der George ja am Anfang schon kurz angesprochen. Es ist natürlich immer das Trainingslager das Beste, was es hier gab. Und die Testspiele bieten dem Trainer ganz tolle Einblicke. Was sind denn so deine Eindrücke vom Trainingslager und von den Testspielen, die über irgendwie alles super, alles toll hinausgehen, George? Also bei den ganzen Testspielen, wie gesagt, ich mache das schon so lange, ich habe schon Spielzeiten erlebt, in denen der VfB kein einziges Spiel verloren hat und dafür lief die Saison mistig. Ich habe es umgekehrt auch schon erlebt, also ich würde auf diese Sachen überhaupt nichts geben. Ich war zum Glück, wie gesagt, leider die ersten drei Spiele habe ich nicht war ich nicht dabei. Da habe ich mal eine Woche frei gehabt. Aber für mich das Spiel, was eigentlich am meisten eine Art Wert hatte, aus dem man etwas ziehen könnte, war eigentlich Bielefeld. Da muss ich sagen, natürlich klar, man hat auch so lange gespielt, um alle spielen zu lassen, also um jedem wirklich eine lange Spielzeit zu gewähren. Aber ich finde, dass doch dieses Spiel doch eine gewisse Aussagekraft hat. Und ich finde, da hat es die Mannschaft insgesamt recht gut gemacht. Auch wenn man eigentlich sagen muss, dass in der zweiten Hälfte natürlich durch diesen Komplettwechsel nach der 60. in dem natürlich ganz viele junge Spieler, neue Spieler dabei waren, so ein bisschen ein Bruch drin war. Das hat sich aber dann zum Ende hin natürlich auch wieder angeglichen. Also ich glaube, da kann man schon ein bisschen was draus ziehen. Liverpool, die halbe Stunde, tut mir leid, es ist ja nette Geschichte. Genauso Wacker, mag ja alles okay sein, aber da würde ich nichts drauf geben. Und ich meine, das letzte Wochenende mit Barca, das wissen wir ja alle, was das war. Im Endeffekt war das nichts anderes als eine Trainingseinheit. Die Spanier wollten den VfB letztlich nicht lächerlich machen, so in die Richtung. Und der VfB war, wie es immer so schön heißt, stets bemüht. Aber im Endeffekt war das ein Muster ohne Wert, ohne das jetzt wirklich negativ zu meinen. Aber daraus lässt sich nicht viel ziehen, außer dass du siehst, dass der eine oder andere von hinten dran doch gezeigt hat, dass er so die eine oder andere Qualität hat, die vielleicht auf Sicht irgendwann mal interessant sein könnte. Also wie zum Beispiel der junge Manuel Polster, der mit seinem Tempo da natürlich auch mit diesem Einsatzwillen und dem Kämpfen und Rackern natürlich schon sehr auffällig war. Aber im Endeffekt, wie gesagt, lässt sich da sehr wenig daraus ziehen. Also ich fand Bielefeld, finde ich, da kann man durchaus draus ziehen, das hat gut ausgesehen. Also ich kann mich erinnern, letztes Jahr zum Beispiel, da haben sie auch gegen Bielefeld gespielt. Da war das eine Spiel Liverpool, aber auch da wieder erster Tag im Trainingslager, weiß ich nicht, wie sehr man das sehen muss. Aber da war schon zu sehen, wie die Mannschaft so sich entwickelt hat und hat auch gewisse Dinge gezeigt, wo man gesagt hat, okay, wenn die sich in die Saison retten lassen, dann wird es was. Und im Endeffekt ist es auch so gekommen, dass die Mannschaft wirklich diese Leistungen aus den Testspielen eigentlich dann mitgenommen hat in die Saison. Und in der Saison, wie gesagt, ich glaube, dass der letzte Test Barca natürlich schon ein bisschen ein Rückschlag war.
gerade jetzt mit den ganzen Verletzten und dem Corona, ist natürlich alles ein bisschen wieder ein kleines bisschen wackelig, sage ich mal. Aber im Endeffekt finde ich, war das schon in Ordnung. Also man ist nicht nirgends, man hat sich nirgends vorführen lassen. Selbst in einer halben Stunde kann man sich auch von Liverpool vorführen lassen, sage ich mal. Man hat gegen den Liga-Konkurrenten, gegen den man letztes Jahr beide Spiele verloren hat, und zwar recht deutlich, hat man wirklich eine richtig gute Leistung gezeigt. Also ich finde, da waren schon gute Ansätze dabei. Hast du denn spielerisch eine Veränderung oder eine Weiterentwicklung gesehen zur letzten Saison? Ich meine, man sieht es immer nur in Ansätzen, das ist mir klar. Und ja, auch, die Mannschaft wird also durchgewechselt, aber man probiert ja schon verschiedene Sachen aus immer. Ja, aber taktisch, im Endeffekt, die Taktik mit diesem asymmetrischen 3-4-3, sage ich mal, wie es der Pellegrino Matarazzo immer gern nennt, das ist ja deutlich zu sehen. Man sieht natürlich schon, dass der ein oder andere, auf den es in diesem Jahr ein bisschen mehr ankommt, sagen wir mal eben so ein Massimo, der für Silas jetzt gerade sich die rechte Seite ein bisschen gesichert hat, nachdem Fühle jetzt zum Beispiel auch ausfällt. Und so, da sieht man natürlich schon, dass der eine oder andere da doch sich noch ein bisschen strecken muss, dass da schon ein Qualitätsverlust da ist. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass diese Mannschaft, und das ist das größte Plus eigentlich an dem Ganzen, die wirklich immer noch dieses Herz und dieses Gemeinschaftsgefühl hat, das sieht man einfach, wie sie auftreten und wie sie sich auch auf dem Feld und im Spiel verhalten, die dieses Herz und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl eben ausstrahlt, dass diese Mannschaft durchaus in der Lage ist, an die Saison vom letzten Jahr anzuknüpfen. Und die redet jetzt nicht unbedingt vom Platz 9, da gebe ich zum Beispiel Sven Mislintat hat absolut recht. Ich glaube, wenn du am Ende, sag ich mal, jetzt 10., 11. oder 12. was, ist es genauso gut. Wichtig wird sein, sich einfach unten fernzuhalten, wie im letzten Jahr auch, damit man halt eine ruhige, konstante Saison hat, in dem eben die jungen Spieler sich halt auch zeigen, bewähren und entwickeln können. Ja, indem du halt nicht Spiele hast, die quasi jede Woche irgendwie um rutschen wir jetzt auf den Abstiegsplatz oder nicht und oh, wenn wir hier verlieren, dann, sondern wo du einfach weißt, okay, ist vielleicht nicht alles Gold, was glänzt, aber die Jungs können einfach mal ein bisschen freier aufspielen. Und ich glaube, das traue ich der Mannschaft schon zu. Ja, das hört man gerne. Wir haben, bevor wir gleich auf den Kader blicken, du hast ja schon ein paar Namen auch genannt, der @braintrain21 fragt, es gab ja viele Gewinner des Trainingslagers, aber gibt es auch Verlierer? Naja, Verlierer sind ja nicht alle, die verletzt sind, wenn du es so nimmst. Klar. Ich meine, Fühle ist sicherlich ein Verlierer, wobei Verlierer natürlich im eigentlichen Sinne vom Verlierer, der arme Kerl kann ja nichts dafür. Aber du kommst ganz frisch und hast natürlich schon so die Perspektive, weil Silas eben nicht da ist, doch zu guten Einsatzzeiten zu kommen oder zumindest mal eine gute Option zu sein. Und dann verletzt du dich im ersten Spiel, das ist natürlich, oder im zweiten, das ist natürlich schon sehr bitter. Ich glaube, wie gesagt, dass so einen richtigen Verlierer sehe ich letztlich nicht, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, die haben sich alle gut verkauft nach ihren Möglichkeiten. Ich glaube, dass, wie gesagt, so vielleicht sagen wir so, aber wie gesagt, Verlierer ist mir zu hart, weil zwar nicht, um jetzt nicht niemanden irgendwo böse zu wollen, aber ich glaube, dass einfach der Begriff einfach ein bisschen zu hart ist. Aber ich glaube schon, dass zum Beispiel so ein Koulibaly, der ist mir nicht so aufgefallen wie zum Beispiel im letzten Jahr, muss ich einfach sagen. Ja, ich glaube auch, dass der eine oder andere natürlich ein bisschen, ja, dafür, das war, was wir vorhin eben hatten, von wegen die Jungs, die hinten dran sind, da muss einfach noch ein Tick mehr kommen. Also auch mehr als in der Vorbereitung. Also da nehme ich alle mit, ob jetzt Koulibaly oder Massimo oder Klimowitz zum Beispiel auch, den ich für einen überragenden Fußballer halte. Aber der irgendwann mal auch ein bisschen diese erwachsen werden muss, sage ich immer. Also doch ein bisschen die, was ja aufrecht, Brust raus, ein bisschen selbstbewusster, ein bisschen mutiger für sich selbst. Das fehlt ihm einfach und da wird es wichtig sein, dass diese Jungs halt, weil sie ja im Endeffekt diese zweite Garde sind vom Vorjahr, die eben in diesem Jahr neu sich quasi die Lücken füllen muss. Da sehe ich schon noch ein bisschen Luft nach oben. Aber wie gesagt, sowas geht auch nicht von heute auf morgen. Und ich kann mich erinnern, wie ich
Und da bekenne ich mich schuldig. Ich habe auch von González und Silas nicht erwartet, dass sie so einen Sprung machen, wie es letztes Jahr war. Mhm. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Also für mich war eben Silas zu verspielt. Also auch da das gleiche Argument, ein Jugendfußballer. Ich habe bei Koulibaly Zweifel gehabt, ob er für diesen Sprung zum richtigen erwachsenen Profifußball, ob ihm das reicht. Aber er hat natürlich körperlich enorm zugelegt, das merkst du auch. Aber wie gesagt, das Spielerische fehlt noch. Oder also bei allem Respekt vor dem eigentlichen Können, aber so ein bisschen die letzte Klasse zu Konstanz fehlt noch ein bisschen. Bei Massimo das Gleiche, da gibt es noch zu große Ausschläge nach oben und unten. Aber ich glaube schon, diese Jungs sind gefordert, die können es eigentlich auch. Und deswegen meinte ich auch, was ich vorhin eben gesagt habe, wenn es der Mannschaft gelingt, sich unten fernzuhalten und eben diese Jungs nicht mit dem Druck aufs Feld gehen, wir müssen heute unbedingt was reißen, weil sonst, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass die auch so einen Schritt machen können. Wobei ich das, wie gesagt, am meisten vom Fußballerischen gibt es für mich eigentlich bei Klimowitz keinen Zweifel. Da geht es wirklich darum, wie er diese, wie soll ich es nennen, dieses Selbstbewusstsein für sich findet und festhält und wie er damit umgeht. Weil das fehlt dem Jungen natürlich schon. Naja, und hängt bei Klimovic, glaube ich, auch ein bisschen an Erfolgserlebnissen. Ich glaube, dem wäre auch in der letzten Saison schon mehr gelungen, wenn er ab und zu mal das Tor auch wirklich getroffen hätte. Sicher auch. Aber man hat auch gemerkt, dass er einfach, das hast du auch im Trainingslager teilweise gesehen, weißt du, die Körpersprache passt halt manchmal noch nicht. Weißt du, so sehr schnell, weißt du, der nimmt manchmal den Ball an, dreht sich und geht ins Tempo, wo du sagst, wow. Und dann ist es aber wirklich so, dass er in der Hektik den Ball irgendwo irgendwo zwischen die Schnittstelle passt, irgendwo ins Niemandsland. Mhm. Und dann siehst du gleich, wie der so richtig in sich zusammenfällt. Mhm. Das hat nicht nur mit dem Tor oder so zu tun, sondern das ist, glaube ich, so eine, ja, das ist, ich glaube, weiß ich nicht, ob er vielleicht zu viel von sich erwartet oder so, vielleicht einfach auch zu ungeduldig ist immer noch oder so, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass er zum Beispiel schon in Pellegrino Matarazzo einen Trainer hat, der ihm doch sehr, sehr viel Rückendeckung gibt. Und da hoffe ich mir eigentlich schon, dass da mal so der Knoten platzt. Weil es war ja, wie gesagt, bei Silas war es ja so ähnlich. Weißt du, wenn der hier mit seinen 25 Übersteigern am Ende den Ball aus 2 Metern am 3 Meter am Mitspieler daneben gespielt hat, dann war das ja genauso zum harten Raufen. Aber der hat witzigerweise irgendwann mal da hat es irgendwo dieses Klick gemacht und dann lief das Ganze. Und bei González war es das Gleiche, wenn du gesehen hast, was der teilweise schon verschenkt hat. Und lassen wir mal die berühmte Geschichte von Union Berlin mal weg. Das war ja haarsträubend. Und plötzlich war da ein ganz anderer Spieler da. Das traue ich den Jungs. Sag mal, ich will es ihnen nicht absprechen. Und dem einen oder anderen traue ich es noch mehr zu, wie gesagt, wie bei Klimowitz zum Beispiel. Ja. Gut, dann würde ich sagen, dann blicken wir doch mal gerade auf den Kader. Mhm. Fangen ein Tor an. Wir haben momentan auf jeden Fall Florian Müller, den wir von Mainz geholt haben, der mit Deutschland auch bei Olympia war. Aber am gestrigen Montag, also wir nehmen jetzt am Dienstag, den 3.8. auf, am gestrigen Montag ist er wieder ins Training eingestiegen oder zumindest in Stuttgart gelandet. Fabi Bretlo ist weiterhin im Kader, der ihn, glaube ich, in der Zwischenzeit auch gut vertreten hat. Gregor Kobel ist zu Dortmund gewechselt, das haben wir, glaube ich, alle mitbekommen. Und dann etwas überraschend noch Jens Kral zur Eintracht gewechselt. Es stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wer ist denn jetzt eigentlich dritter Keeper? Oder haben wir überhaupt einen dritten Keeper? Ich habe so wenig verfolgt, dass ich erst, ich weiß gar nicht, in welchem Podcast ich gehört habe, ich glaube, deinen Kollegen von der Stuttgarter Zeitung, Florian Schock, war, glaube ich, mit im Trainingslager und Sebastian Hornung auch. Hornung kennt man. Kickerlesen dabei gewesen, wenn ich dich unterbrechen darf. Das habe ich auch schon online auch schon geschrieben. Ja, ich habe es natürlich auch bei dir gelesen. Aber weißt du, ob es eine Festlegung gibt jetzt nach dem Abgang von Kral? Nee, ist einer von den beiden dritter Keeper? Gibt es überhaupt einen? Oder? Also es gibt keinen und der Trainer hat auch ganz klar gesagt, dass, sagen wir so, es gab ein kleines, eine etwas, ja, Verwirrung ist vielleicht zu viel, aber im Endeffekt hat er doch etwas Überraschendes gesagt, weil eben logischerweise Gral war ja dann plötzlich weg, dann Sebastian Hornung war ja dabei, wie im letzten Jahr ja auch schon, und dann war klar eben, Jens Gral geht,
es müsste noch einer kommen und dann stand plötzlich eben Florian, ach Gott. Schock. Oder? Schock. Ja, ich habe Scholz jetzt gerade im Kopf gehabt, Entschuldigung. Florian Schock irgendwie stand da auf dem Rasen, den ich vorher nicht gesehen hatte und auch nicht kannte und muss sagen, der hat im Trainingslager einen sehr guten Eindruck gemacht. Der hat natürlich, bringt natürlich mit der Statur extrem viel mit. Ist natürlich, weil er ist ja auch, würde ich mal sagen, fast so groß, aber wenn nicht sogar so groß wie eben Gregor. Also da muss man schon sagen, Hut ab. Und in dem Zusammenhang haben wir auch mit dem Trainer gesprochen und auch mit Sven Mislintat und wir haben eigentlich gedacht, dass er wahrscheinlich dann irgendwie sagt, okay, der und der rückt dann quasi auf. Und dann kam so der Spruch, das will er sich noch ein bisschen anschauen und dann entscheiden. Es könnte aber auch sein, dass sie noch jemand von außen holen. Da hätte er sich noch nicht entschieden. Und das ist, glaube ich, weiterhin noch der Stand. Von daher weiß ich jetzt nicht, es ist offensichtlich, ich habe seitdem nicht mehr mit ihm geredet. Vielleicht ergibt sich sogar die Chance, wenn ich es nicht vergesse, am Donnerstag bei der PK zum Spiel mal nachzuhaken. Letztlich ist es so, dass er gesagt hat, er will erst mal schauen, was sie überhaupt wollen. Ich glaube nicht, dass sie einen jungen Keeper holen, kann ich mir schwer vorstellen. Die haben sie ja auch schon. Ne? Weil sie eigentlich, wie gesagt, ich glaube, ich habe den Eindruck, dass sie doch sowohl bei Schock als auch bei Hornung durchaus das Potenzial sehen, dass die irgendwie aufdrücken könnten. Also von daher könnte ich mir eher vorstellen, dass sie sagen, okay, wir wollen einen, der mit der gewissen Erfahrung ausgestattet ist. Aber auch da sind wir mal ganz ehrlich, da war natürlich Jens Grahl quasi die Optimallösung. Und ob du da so einfach jemanden findest, weiß ich nicht. Also wie da ob es da eine Entscheidung gibt, weiß ich nicht, um ganz ehrlich zu sein. Also da habe ich keinen neuen Stand darüber. Na, also kurz noch zu Flo Müller. Yannick, was hältst du von der Verpflichtung? Ja, also absolut eine ordentliche, gute Verpflichtung. Ich denke auch ein adäquater Ersatz für Gregor Kobel war ja auch in der berühmt-berüchtigten Kickerliste, glaube auch in den Top 10 der letzten Saison. Und ich hatte auch schon das Vergnügen, ihn, damals war es kein Vergnügen, das war das erste Saisonspiel gegen Freiburg letzte Saison. Und da hat er wirklich den Freiburgern auch den Sieg festgehalten. Und da ist er mir so das erste Mal dann auch aufgefallen. Und ich denke, das ist ein guter Transfer. Hat auch in den Testspielen, die er gespielt hat, einen guten Eindruck hinterlassen. Und ist, denke ich, genau das Richtige, der richtige Transfer auf dieser Position. Das glaube ich auch. Der hat ja in der letzten Saison 33 Spiele gemacht für die Freiburger und die weitestgehend, auch wenn ich natürlich nicht jedes Spiel jetzt immer im Detail gesehen habe, aber was man so gelesen hat und gesehen hat, glaube ich, hat er da eine wirklich richtig gute Saison gespielt. Also ich glaube, dass man sich da zumindest mal nicht verschlechtert hat. Also das ist durchaus ein adäquater Nachfolger. Ja, so sehe ich das auch. Ich hatte ja damals auch einen Artikel zu ihm geschrieben bei uns auf dem Blog. Also das ist schon, glaube ich, die beste Alternative zu Gregor Kobel, die man, auch, ja. Die man verpflichten konnte in unserer Situation. Gut, dann gucken wir mal auf die Abwehr. Konstantinos Mavropanos wurde erneut von Arsenal ausgeliehen, diesmal mit Kaufoption. Waldemar Anton ist weiterhin da. Marc-Oliver Kempf ist noch da. Sein Vertrag läuft ja nächstes Jahr aus. George, meinst du, der wechselt noch? Hast du da Insider-Informationen, die du exklusiv bei uns im Podcast teilen willst, oder was ist deine Einschätzung ganz allgemein? Du nimmst es jetzt auf und strahlst es sowieso später aus. Also es wird sie nicht mehr exklusiv sein, wenn sie es werde. Ich glaube, dass also bis wirklich Ende August glaube ich schon, dass gerade es gibt im Endeffekt sind es ja vier Personalien. Ansonsten müsste schon eine große Überraschung bei irgendwas passieren. Im Endeffekt reden wir über vier Leute. Es geht ja einmal um Sascha Kalajdzic, es geht um Marc-Oliver Kempf, es geht um Philipp Clement und um Erik Tommy, die noch gehen könnten. Machen wir mal die einfachen. Bei Sascha weiß ich, dass da weiterhin Gedankenspiele da sind, aber die großen Player eigentlich im Endeffekt noch nicht richtig auf dem Markt aktiv sind. Ja, Giroud ist jetzt mal weg, aber so dann da hinten dran, du siehst ja dauernd jetzt Kane, hat er jetzt mittrainiert oder nicht, oder steigt jetzt später ein oder nicht, was ist mit Tottenham? Also ich glaube schon, dass sich da noch was bewegt und wie gesagt, das sind ja noch über vier Wochen. Das Gleiche ist bei Marc, ich glaube, dass, sag mal so,
mir wurde gesagt, dass eben das Angebot, das Marc vom VfB gemacht wurde, ihn auf jeden Fall, und das hat ja Sven Mislint hat ja auch öffentlich gesagt, ihn zu einem der Topverdiener, wenn nicht sogar zum Topverdiener, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie er es ausgedrückt hat, beim VfB gemacht hätte. Es ist auch okay, wenn man sowas ablehnt, weil man glaubt, mehr wert zu sein oder woanders mehr zu bekommen. Aber ich habe auch ein paar Mal schon gehört, dass es geheißen hat, dass dieses Angebot doch wiederum in Corona-Zeiten durchaus so lukrativ sei, dass es wahrscheinlich schwer werden dürfte, woanders es zu bekommen oder zu toppen. Mhm. Deswegen glaube ich, zieht sich das auch so. Das nächste ist, natürlich hat er nur ein Jahr Vertrag. Er hatte eine Ausstiegsklausel über 12 Millionen, die verstrichen ist. Der VfB hätte ihn sicherlich, denke ich, auch für 7 oder 8 gehen lassen, aber auch dafür kam kein Angebot. Also es bedeutet, der Preis wird niedriger sein, da muss der VfB dann entscheiden, will er es nicht. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass auch da der ein oder andere Verein sich überlegt, für ein Jahr 6 Millionen, mache ich das nicht. Wie gesagt, alle sind ja gebeutelt durch die Umsatzeinbußen durch Corona. Das ist eine Sache, ob man jetzt für ein Jahr nochmal so eine Summe zahlt oder nicht, muss man sich gut überlegen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Marc sich selbst natürlich überlegt, okay, ich bin wichtig in der Mannschaft, ich habe ein gewisses Standing, ich kann normalerweise, wenn die Leistung stimmt, davon ausgehen zu spielen. Also gibt es auch keinen Grund, jetzt unbedingt hier vom Hof zu rennen, nur weil ich jetzt im Endeffekt vielleicht, keine Ahnung, mir was anderes erhoffe. Also von daher denke ich eher, dass es Richtung nächstes Jahr ablösefrei geht. Weil ich, wie gesagt, mir schwer vorstellen kann, dass jemand kommt mit den Dingen, die bisher so auf dem Tisch liegen, also Gehalt und Ablöse und so weiter, ob da wirklich jemand bereit ist, so in die Tasche zu greifen. Also von daher glaube ich eher, dass es eher danach aussieht, dass er bleibt, wobei auch da wissen wir ja selbst, kurz vor knapp irgendwo Kreuzbandriss, Innenverteidiger oder hier oder dort oder einer, oder geht da plötzlich irgendeiner weg, weil er ein Riesenangebot hat, was die kriegen dann irgendwo 10 und hin und her, wir wissen ja selber, wie sowas natürlich plötzlich geht und dann braucht man einen Ersatz und dann wird plötzlich sowohl Kohle als auch Platz frei, um zuzuschlagen. Also deswegen, wie gesagt, würde ich das auch nicht ausschließen. Und dann bei Philipp Clement, wie gesagt, die Kölner wollen sehr gern, haben aber immer noch einen riesigen Kader, der über 30 Leute umfasst offensichtlich. Die müssen erstmal auch loswerden. Bei ihm hängt es vor allem daran, also ich persönlich fände es schade, weil ich glaube, dass Philipp durchaus der Mannschaft, sagen wir so, dass Philipp der Mannschaft noch nicht das gegeben hat, was er ihr eigentlich geben könnte. Ich glaube schon, dass da noch ein bisschen mehr drin steckt in ihm, weil ich ihn für wirklich sehr guten Fußballer halte. Und ich glaube auch als Mensch und Person ist das sicherlich einer, den diese junge Mannschaft gut gebrauchen kann. Ja, und dann haben wir Edik Tommy, ich meine, wissen wir im Endeffekt, Muster Profi, Fitness Level 100%, fleißig, will, ehrgeizig. Aber im Endeffekt hat er sich nicht durchsetzen können und hat das Problem, dass eben die auf der linken Seite er mit Sosa einen großen Konkurrenten hat und jetzt ist Mola auch wieder zurück und so Zeug. Also da könnte ich mir vorstellen, dass das ihn natürlich bewegt. Das letzte Jahr konnte ja, auch wenn es durch die Verletzung natürlich ausgelöst, nicht gut für ihn lief. Aber ich glaube, damit kann er nicht zufrieden sein und dass er natürlich bei anderen Mannschaften durchaus Potenzial hätte, um Stammspieler zu sein, glaube ich, das will ihm keiner absprechen. Das Allernächste ist aber bei ihm auch, es sind natürlich, er verfügt über einen doch alten Vertrag, nennen wir es mal so. Und was alte Verträge bedeuten, muss ich, glaube ich, niemandem mehr erzählen. Da ist natürlich doch, da sind gewisse Zahlen wahrscheinlich da drin, die er woanders auch nicht bekommt. Also auch da wird er sich sicherlich Gedanken machen, verzichte ich drauf oder nicht. Es war ja so ähnlich auch bei Holger Badstuber. Ja, der hatte halt so einen Vertrag, den hätte er nie mehr irgendwo anders gekriegt. Und dann hat er sich auch gedacht, reiße ich das Jahr hier runter, sonst habe ich gerade auch nicht unbedingt das, was mich unbedingt reizt.
weil das habe ich einfach sicher. Und wenn es sein muss, muss er halt in den sauren Apfel beißen. Und ich glaube, das ist halt immer, diese Altverträge sind natürlich einfach schwierig, nennen wir es mal so. Und ich glaube, dass die doch eine große Rolle spielen. Ja. Ich meine, auch Kämpfer hat ja noch einen Altvertrag. Das meine ich ja. Deswegen hat er ja den neuen nicht angenommen. Das ist ja das, was ja auch in Ordnung ist. Ich will das auch nicht verurteilen, nicht, dass es falsch rüberkommt, weil ich immer der Meinung bin, es wird keiner gezwungen, für dieses Geld zu unterschreiben oder sonst irgendwas. Ja, da sind Leute da, die bieten das an und man nimmt es an oder nimmt es nicht an. Und das ist meiner Meinung nach überhaupt eine völlig legitime, saubere, anständige Sache. So wie damals ja, wie gesagt, auch bei Holger Baschub, das ist völlig in Ordnung. Das ist halt einfach so. Ja, wenn Kempf jetzt bleiben würde, Yannick, dann hätten wir ja mit Mafropanus, der nochmal ausgehen würde, Anton und Kempf ja eigentlich wieder unsere Stammdreierkette von letztem Jahr wieder beisammen. Das ist eigentlich gut, oder? Ja, also grundsätzlich ja, aber ohne euch jetzt, ich weiß, ich habe mir einmal, ich glaube, das war sogar bei euch, ich kann mich nur erinnern, ich glaube 2015 oder 16 hast du erzählt, war mir 16, das. Ja, genau. Ich kann mich noch erinnern, dass ich damals beklagt habe, dass ich, obwohl die Mannschaft damals unter Taifun Korkut ja erfolgreich war, dass mich das nicht überzeugen würde und dass viele Spiele nur mit Glück gewonnen wurden und so weiter. Ich kann mich erinnern, dass der eine oder andere da relativ angepisst war. Und was wir ja vorhin schon hatten hier mit von wegen, der hat überhaupt keine Ahnung und macht nur alles schlecht und so weiter. Ich bin auch in dem Fall, finde ich, sollte man die Kirche im Dorf lassen. Ich finde, dass die Abwehr im letzten Jahr doch mehr gewackelt hat, als man sich hätte wünschen sollen oder erwartet hat. Da ist sicherlich noch Luft nach oben. Auf der anderen Seite, auch da wissen wir natürlich, spielt natürlich ganz viel die Vorderleute eine Rolle. Es wurde natürlich gerade, als zum Beispiel Odell Mangala ausgefallen ist und der hat ja dann sehr lange gefehlt, hat man ja auch gemerkt, dass zum Beispiel bei Wataru Endo die Formkurve nicht mehr 100% war, weil der natürlich alleingelassen war teilweise und eben ein Nauri Ahamada die Lücke nicht schließen konnte oder andere. Also ich finde, das ist natürlich schon immer, es ist nun mal ein Mannschaftssport und da sollte man nie auf einen Einzelnen gehen. Aber ich glaube schon, dass die Abwehrarbeit durchaus noch Potenzial nach oben hat. Schlecht kann es nicht sein, dass die drei natürlich sich kennen, ein bisschen eingespielt sind und so weiter. Das bedeutet, man kann natürlich auf gewissen Erfahrungen aufbauen, die weiterhelfen. Aber wie gesagt, ob das jetzt allein reicht, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass die drei insgesamt sich doch noch ein bisschen strecken müssen. Ja, jetzt hatte ich die Frage eigentlich und ich unterbreche die Leute normalerweise nicht, deswegen habe ich dieses Reden lassen. Eigentlich hatte ich den Janik gefragt. Achso, entschuldige. Kein Problem, alles gut. Habe ich nicht gehört. Kein Problem. Alles gut. Janik, ich glaube, wir haben es ähnlich gesehen letztes Jahr, ne? Also, dass wir durchaus, dass die Abwehrleistung durchaus ausbaufähig war. Und auch gerade bei Mafropanos, den haben wir durchaus manchmal kritisch gesehen. Genau, wobei man ja natürlich auch bei Mafropanos sagen muss, sein Körper hat ihm natürlich letzte Saison auch auf den Strich durch die Rechnung gemacht. Er ist ja sehr verletzungsanfällig. Und ja, wenn man sich die Anzahl der Gegentore letzte Saison anguckt und vor allem auch die Schwäche bei Standards, ja, dann ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber ich sehe es auch ähnlich wie George, die Jungs sind jetzt halt auch schon eingespielt und das kann natürlich dann auch ein Vorteil sein in der Entwicklung. In der weiteren taktischen Entwicklung, gerade in so einer Dreierkette, ist es, denke ich, schon nochmal ein wichtiger Faktor aus taktischer Sicht, aus fußballtechnischer Sicht, dass da einfach die Jungs auch eingespielt sind. Und sie sind ja auch drei erfahrene Jungs, kann man, denke ich, so sagen. Also auch ein Waldemar Anton, der hat jetzt auch schon einige Spiele auf dem Buckel, Marc-Oliver Kempf. Ja, also ich würde nicht klagen, wenn's bei dieser Dreierabwehrkette bleiben würde, sagen wir es mal so. Aber es könnte schlimmer sein und es könnte reichlich schlimmer sein, das ist schon richtig, so. Richtig. Also für unsere Zielsetzung ist das, denke ich, auch für den Kampf um den Klassenerhalt, in dem wir uns wahrscheinlich dann wieder finden werden, ist das, denke ich, eine gute Dreierabwehrkette. Ich glaube, da würden sich einige Mitkonkurrenten drüber freuen. Widerspreche ich nicht, absolut. Genau, ansonsten haben wir noch Borna Sosa weiterhin, Pascal Stenzel, der ja auch häufiger mal ab und zu mal in der auf der Rechtsverteidigerposition in der Dreierkette gespielt hat. Kaminski ist zu Schalke gegangen und es gibt noch einen Namen,
Normalerweise stelle ich ja alle Neuzugänge im Block vor und bei dem dachte ich, na gut, der ist eh für die zweite Mannschaft eingeplant und wenn ich jetzt jeden Neuzugang für die zweite und das waren auch die, in dieser Saison einige vorstelle, dann komme ich zu gar nichts anderem mehr auf dem Block. Hiroki Ito, der wurde von Jubilo Iwata mit Kaufoption geliehen und ich dachte eigentlich, der wäre für die Amateure eingeplant gewesen und jetzt hat er aber doch, oder jetzt macht es den Anschein, als würde der sich in die erste Mannschaft spielen. George, täuscht der Eindruck oder? Du meinst den Kader der ersten Mannschaft? Ja, den Kader, ja, genau, den Kader. Also, dass er ich in der Bundesliga zumindest mal auf der Bank sitzen würde. Ja. Also, es war so, wie du es gesagt hast. Also, er wurde auch so quasi am Anfang vorgestellt, als eben Junge, der sich unten aufdrängen soll für oben. So wie bei eben Kuhl, so wie auch jetzt der letzte Neuzugang, der neue Cissé, der zweite Cissé. So ist es. Ich glaube, dass zum einen hat er offensichtlich sich sehr gut präsentiert in den paar Tagen, die er oben mittrainiert hat, bevor er dann zur zweiten Mannschaft sollte. Und zum zweiten glaube ich, und das ist wirklich etwas, was ich glaube, also nicht sicher weiß, aber das würde für mich Sinn machen. Du hast ja diese im Endeffekt doch noch ein kleines bisschen offene Personalie, Marc-Oliver Kempf. Was machst du denn, wenn der quasi 5 Tage vor Saisonbeginn weg ist oder plötzlich vor dem 3. Spieltag weg ist? Dann hast du im Endeffekt nur Mola, der es zwar kennt, aber wie wir jetzt wissen, leider auch wieder angeschlagen ist. Mhm. Und so hast du einen Jungen, den du quasi schon mal ein bisschen in die Taktik einweist, in den Umgang einweist, ein bisschen die Leute kennenlernen lässt und so weiter und so fort. Also du hast quasi schon mal eine Alternative an der Hand. Von daher macht es Sinn. Ich habe ihn im Trainingslager ab und zu mal mir ein bisschen genauer angeschaut. Ich finde, feiner linker Fuß, guten Schuss, gutes Kopfballspiel. Aber es ist einfach Vorbereitung. So. Mhm. Das ist eine Blinze und ich bin froh, dass ihr hier keinen Sparschwein habt, wo man Geld reinwerfen muss. Es ist nun mal so, davon lässt sich nicht viel ableiten, weil wenn es dann mal wirklich zur Sache geht, ist es halt einfach ein Riesenunterschied. Und da bin ich dann mal gespannt, wie es läuft. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es nicht verkehrt, gerade wenn du schon so einen Jungen an der Hand hast und der es offensichtlich ja doch kann, nennen wir es mal so, den schon mal ein bisschen oben reinschnuppern zu lassen, damit er einfach weiß, wie es läuft. Und wenn du einfach merkst, du hast oben zu viele oder sowas, dann kann der dann immer noch unten sich anbieten, wie es eben Klimowitz oder Koulibaly gemacht haben ja im allerersten Jahr mit der zweiten Mannschaft. Also von daher glaube ich, dass das mit ein Grund sein wird, warum er eben jetzt schon oben ist, dabei ist. Und weil er sich natürlich sicher verdient hat. Also die Leistungen haben absolut gepasst. Also du hast jetzt nicht irgendwie den Eindruck gehabt, oh guck mal, da ist einer, der ist quasi eine Klasse schlechter oder sowas. Ganz sicherlich nicht. Ja. Und dass er Linksfuß ist, schadet sich halt auch nicht, genau. Weil davon hast du auch nicht so viele. Genau, das meine ich ja damit. Genau. Ja. Gut, dann blicken wir mal aufs Mittelfeld. Wir haben jede Menge Mittelfeldspieler, habe ich gemerkt. Ich habe mal versucht, so ein bisschen einzuteilen und wir werden auch nicht über jeden Einzelnen sprechen. Mhm. Fangen wir an mit Wataru Endo, Yannick. Der ist momentan noch mit Japan bei Olympia, ist, glaube ich, jetzt im Halbfinale. Ja, heute rausgeflogen gegen Spanien. Heute nicht rausgeflogen, aber spielt noch um Bronze, ist ja schließlich Olympia. Oh, stimmt, ja klar. Ist aber vor allem noch ist aber vor allem neuer Kapitän. Was sagst du zu der Entscheidung, Yannick? Ja, auf der einen Seite sicherlich aufgrund seiner Leistung. Er ist einer der Schlüsselspieler bei uns, so ein bisschen, jetzt zitiere ich mal den Phil Meisel, Maschinenraum des VfB zusammen mit Orel Mangala. Absolut wichtig, hat ein gutes Standing in der Mannschaft, was man so hört. Ich war tatsächlich, ich weiß, diese Sprachbarriere wurde ja auch oft thematisiert, wobei er da ja jetzt auch schon auf den sozialen Medien kundgetan hat, dass er fleißig am Deutsch lernen ist. Aber ich denke, das ist schon eine gute Wahl. Ich habe eher zu Waldemar Anton tendiert, wenn ich ehrlich bin, aber mit Endo kann ich absolut auch leben, auch in der Position, die er auf dem Feld hat. Man hat auch schon letzte Saison gemerkt, er dirigiert seine Mitspieler, er ist so ein bisschen der stille Leader auch. Ja, also jetzt kein Stefan Effenberg aus früheren Jahren, aber das, aber ja, durchaus eine gute Wahl und ich denke, Pellegrino Matarazzo wird sich auch schon auch was dabei gedacht haben. Er hat ja auch alle Spiele absolviert, ich glaube fast alle
Und also das eine Woche gesperrt war, ja. Ja, stimmt, einmal war er gesperrt. Tatsächlich ist mir jetzt gerade auch noch eingefallen, aber absolut gute Wahl. Ja. Guter Typ. Ja, ich fand es auch ganz interessant, was Matarazzo dazu gesagt hat, dass er halt irgendwie Ende würde auch noch anderen Spielern Raum lassen, um auch in diese Führungsrolle reinzuwachsen. Also genau. Das ist keiner, der irgendwie andere mit seiner, ja, mit seiner Führungsrolle sozusagen erdrückt. Das meine ich auch gerade mit der Brücke zu Stefan Effenberg, weil er ist halt einfach so dieser stille Leader und ein absoluter Teamplayer auch und sehr angesehen, glaube ich, auch in der Mannschaft. Ja, ja. Wenn wir nochmal schauen, wenn wir noch einen defensiven Mittelfeld haben, Aurel Mangala, der leider schon wieder verletzt ist, Nicolas Nate, den wir von Sandhausen zurückbekommen haben nach der Leihe. Wir haben noch Ahamada, der gerade, glaube ich, auch wieder angeschlagen ist. Luca Mack kann im defensiven Mittelfeld spielen, Clinton Mola, Karasor kann es auch. George, wie weit siehst du Jordan Meyer? Wäre der auch schon jemand für den Bundesliga-Kader? Ich bewundere ja den Optimismus, den viele haben. was ich aber auch verstehe, natürlich, klar, so, das ist die Liebe zum Verein und natürlich auch zum Unterbau und junge Wilde und so weiter und so fort. Ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, beim VfB, glaube ich, seit damals eben die wirklich jungen Wilden mit Kedira und wie sie alle hießen. Und ich habe eigentlich alle Wilden, jungen Wilden erlebt, also auch die Kuranis und so weiter und davor. Ist es halt nicht einfach. Und ich glaube, dass man sieht es auch bei Lee Egloff, dass diese Erwartungen manchmal auch erdrücken können. Mhm. Ich habe den Jungen gesehen, ich glaube, er bringt sicherlich mit. Man sieht einfach, er kann kicken und er kann gut kicken und das ist sicherlich einer, der sich durchsetzt. Aber auch da ein bisschen Wasser in den Wein. Zwei Kreuzbandrisse, wenn das so stimmt, was man mir so erzählt hat und was ich so mitbekommen habe, ist natürlich schon ein Pfund, der hat ein Jahr lang quasi wenig gespielt oder eben unter Vorbehalt teilweise gespielt und so weiter. Man sollte dem Jungen einfach mal die Zeit geben, komplett gesund zu sein, komplett Vertrauen wieder in den Körper zu kriegen, komplett frei zu sein, was den Kopf angeht. Ich habe selber zwei kaputte Knie, ich weiß, was es bedeutet, plötzlich Drehungen zu machen, die du zwar immer machst, weil du das einfach im Kopf hast, aber die dein Körper vielleicht nicht machen möchte. Und diese Sachen, und das geht nicht so schnell. Ich glaube, dass es sicherlich einer ist, der eine Perspektive hat. Ob der jetzt sofort da durchstartet, weiß ich nicht. Wäre mir ein bisschen zu früh. Aber das habe ich kurioserweise auch bei Lee Egloff gesagt, den leider irgendwie sein Körper da ein bisschen verlassen hat. Also von daher weiß ich es nicht hundertprozentig. Aber wie gesagt, der hat im Trainingslager einen guten Eindruck gemacht. Und vor allem, finde ich, was ich ja vorhin auch gesagt habe, kommt als guter Typ rüber. Mhm. Ich glaube, das sind so die Dinge, die diese Mannschaft einfach auch braucht. Ja. Aber wenn man wieder, weil ihr es vorhin auch von Endo hattet, das ist natürlich schon dieses Beispiel, Effenberg ist lustig, in der heutigen Zeit schaffst du eigentlich, ich wüsste jetzt auf Anhieb, wüsste ich keine Effenbergs als Kapitäne mehr in der Liga, das würde nicht funktionieren. Also wir haben ja erlebt, was es bedeutet, wenn Spieler doch, wie soll ich es nennen, die alte Form der Führung übernehmen, wie es ja zum Beispiel eben der Holger Marschuber versucht hat, so ein bisschen mit Peitsche und klaren Ansagen und so weiter. Das funktioniert, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht mehr so, wie es vor 20, vor vielleicht oder sogar 30 Jahren war. Das funktioniert einfach heute nicht mehr. Das würde nicht funktionieren. Ja, wenn wir mal kurz aufs defensive Mittelfeld gucken, das ist ja kein ganz unwichtiger Mannschaftsteil. Du hast ja auch gerade schon angesprochen, auch im Hinblick auf die Defensive. Gut, Endo wird wohl dann wahrscheinlich gegen Fürth wieder spielen können, auch wenn er da gerade erst von Olympia zurückgekommen ist. Am Wochenende ist im Pokal beim BFC Dynamo noch nicht. Mangala ist noch verletzt. Was meinst du denn, Yannick, wen sehen wir denn am Wochenende auf der... Sehen wir eine Doppel-6 und wenn ja, wen sehen wir da? Ja, das ist eine gute Frage. Die habe ich mir tatsächlich jetzt auch, während wir über diesen Mannschaftsteil gesprochen haben, so ein bisschen in meinem Inneren gestellt. Ich könnte mir gut vorstellen, Atakan Karasor, weil ich finde, er kann diese Position auch gut spielen. Er ist fit, hat jetzt auch einen guten Eindruck gemacht in der Vorbereitung auf mich und auch in der letzten Saison. Und ansonsten... Alternativ dazu, ja gut, Ahamada hätte ich jetzt gesagt, aber der ist ja jetzt auch leider wieder etwas angeschlagen.
Also denke ich, oder geht meine Tendenz in Richtung Carrasor, weil er halt auch schon ein bisschen Erfahrung hat, im Gegensatz zu den anderen genannten, die ja doch alle samt, ja, man kann sie sicherlich als Rookies bezeichnen, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber Atakan Carrasor, auch mit seinen spielerischen Fähigkeiten, sicherlich keine schlechte Wahl. Du meinst dann neben Endo, meinst du dann? Genau, auf der Doppel-6. In der Bundesliga, okay. Ja, also ich bin mal gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Nathai jetzt am Wochenende spielt im Pokal. Der hat, glaube ich, eigentlich eine ganz gute Saison. Also Sandhausen ist ja fast abgestiegen, aber ich glaube, der hat sich zumindest in der Rückrunde ganz gut geschlagen. Ich bin mal gespannt, wie der, ob er auf Bundesliga-Niveau eingesetzt wird und wie er sich da macht. Weil ich glaube, Mangala, da bin ich mal gespannt, wie dessen Körper die Saison übersteht. Auf der Außenbahn haben wir über viele Spieler schon gesprochen. Silas Katompa Mwumpa ist bis September gesperrt und fällt aber noch ein bisschen länger mit Kreuzbandriss aus. Über den ist, glaube ich, alles gesagt. Roberto Massimo, George, da hast du ja schon ein bisschen was zu gesagt. Darko Scholinov, immerhin EM-Teilnehmer mit Nordmazedonien. Erik Tommy, die vier Spieler. Chris Führig, ist also ein bisschen schwierig, ist Außenbahn. Wir haben auch noch zentrale Offensive, habe ich mal genannt. Ich gehe jetzt mal die Namen weiter durch. Wir müssen nicht über jeden sprechen. Philipp Förster, Philipp Clement, über den hatte der George schon gesprochen. Daniel Didavi ist jetzt da. Viele hätten lieber Gonzalo Castro noch gesehen, der dessen Vertrag nicht verlängert wurde. Wie hast du denn Didavi in der Vorbereitung wahrgenommen, George? Wirklich gut. Also ich finde schon, hat einen sehr guten Eindruck gemacht, auch körperlich. Also was die da zu leisten imstande ist, muss ich niemandem erzählen, das weiß jeder. Ich weiß, jetzt kommt wieder die alte Leier mit seinem Körper, aber es ist nun mal leider so, das haben wir ja doch immer wieder mal erlebt. Nicht, weil man es beschreien möchte, aber es ist halt leider so. Ich glaube schon, dass der Junge für mich sicherlich diese Rolle ausfüllen kann, wenn nicht als Kapitän, aber zumindest mal so diese Führungsqualität vor den Jungen im Mittelfeld, im Offensiven, glaube ich schon, dass er die ausfüllen kann. Im Endeffekt muss ich auch ganz ehrlich sagen, dahinter sehe ich die, du musst ja auch die Mischung auf dem Platz finden. Und da sind wir ja bei dem, was wir ja vorhin hatten. Ich glaube auch, dass Philipp Förster sich doch gemausert hat zu einem Kandidaten für die Startelf. Und genauso die da, weil ich einfach glaube, dass die Jungs dahinter einfach noch ein bisschen brauchen, was wir ja eben ja vorhin hatten mit eben Klimowitz. Ich glaube, dass es immer noch ein bisschen, vielleicht noch ein kleines bisschen braucht und noch ein bisschen Windschatten. Und nicht jedes Mal die erste Garnitur. Aber ich kann mir da durchaus vorstellen, dass da zum Beispiel eben ein Dida eine sehr, sehr wichtige und sicherlich nicht weniger wichtige Rolle als Gonzalo Castro spielen könnte oder würde. Ja, ein Name, der jetzt in der Vorbereitung immer wieder fiel, war Ömer Faruk Beyaz, der Neuzugang von Fenerbahce. Der wurde ja quasi auch schon in die Bundesliga geschrieben, gefeiert. Wie siehst du es bei ihm? Also es hieß immer, der ist schon sehr, sehr weit. Siehst du ihn schon? Auch die Frage wie bei den anderen Neuzugängen oder jungen Spielern, über die wir gerade schon gesprochen haben. Siehst du ihn schon so weit, dass wir ihn schon in der Hinrunde in der Bundesliga sehen oder im Kader? Also nachdem der VfB ja so viele Verletzte hat, glaube ich schon, dass es für den Kader reichen sollte. Ob es für die erste Elf schon reicht, da habe ich noch ein bisschen Zweifel. Ich bekenne mich schuldig, ich hoffe, dass ich mich da nicht verguckt habe, aber ich habe ihn immer wieder mal im Training dann auch mal gesucht, weil er mir jetzt nicht so unbedingt aufgefallen ist, warum auch immer. Also ich musste schon sagen, wo ist er denn eigentlich und wo spielt er eigentlich und wie sieht es aus? Also natürlich, wenn du schon mal bei den Profis gespielt hast, hast du ein gewisses Rüstzeug. Ich glaube aber, dass zum Beispiel ein Nathai da etwas weiter ist, weil der natürlich schon mal einmal Rostock ist er jetzt nicht unbedingt Schladafia,
Und zwar Nieder Sandhausen, da muss man auch ein bisschen was bieten, um eben da Stamm zu spielen. Und der hat sich da schon seine Sporen verdient, den sehe ich da eigentlich schon eher dran, weil wir es ja vorhin hatten mit, wer da spielen könnte. Also ich glaube, dass zum Beispiel Karasor vielleicht durch seine Erfahrung, der außerdem hat er eine wirklich starke Vorbereitung gespielt, dass er da vielleicht die Nase etwas vorne haben könnte. Aber ich glaube, dass Nathalie durchaus die Position daneben begleiten könnte. Und bei Bejas glaube ich, dass der noch ein bisschen Zeit braucht, dass er talentiert ist. Wie gesagt, da müssen wir nicht drüber reden. Die haben eigentlich alle ihr Talent. Also das sieht man. Aber wie schon gesagt, Bundesliga ist einfach noch ein, zwei Stufen höher. Und da weiß ich nicht. Wir wissen ja selber, dass der VfB ja nicht unbedingt ein 0815-System spielt und auch nicht unbedingt die 0815 Normalleistung sehen möchte. Also was ja die Stärke war ja zum Beispiel, sich wirklich 90 Minuten zu verausgaben, sich zu wehren, selbst wenn es 0-3 steht, nicht nachzugeben, mannschaftlich geschlossen zu sein und so weiter. Und da glaube ich, dass man doch ein kleines bisschen Zeit braucht, um diese Dinge zu verinnerlichen. Und dann kommt natürlich auch noch dazu ein bisschen Sprache, ein bisschen die Taktik verstehen, die Bundesliga an sich verstehen. Also ich glaube schon, dass da noch ein bisschen Zeit vergehen muss, dass er da eine richtig wichtige Rolle spielt. Machen wir nochmal weiter. Im Mittelfeld Momo Sissé, der ist aktuell leicht auch angeschlagen. Nicht nur leicht, glaube ich. Klimovic und Koulibaly, über die beiden haben wir schon gesprochen. Chris Führig leider auch mit Schlüsselbeinbruch direkt. Er hat 10 Minuten gespielt im Testspiel. Ja, sowas. Gegen Bielefeld und fällt jetzt mit einem Schlüsselbeinbruch aus. Lee Eckloff ist auch immer noch, der wird operiert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Fällt also auch weiter aus. Und dann kommen wir direkt schon zum Sturm. Da haben wir immer noch Hamadi Al-Ghadoui, dessen Vertrag nochmal verlängert wurde. Wir haben Sascha Krajicic, über den wir auch schon jetzt relativ lang gesprochen haben. Die Frage ist natürlich, wie lang bleibt er noch? Aber ich glaube, das hast du schon ganz gut umrissen, George. Wir haben Mo Sanko noch. Und das war es eigentlich schon. Alou Kouol, wo ich ursprünglich gedacht hatte, okay, dadurch, dass der schon zumindest Herrenfußball gespielt hat und nicht Jugendfußball, wenn auch nur in Australien, sei da schon ein bisschen weiter, aber der ist, glaube ich, erstmal fest bei der zweiten eingeplant. Und über den Abgang haben wir auch schon gesprochen. Nico Gonzalez. Ist natürlich so ein bisschen die Frage, wer schießt die Tore außer Sascha Krajicic? Janik, was meinst du? Ja, das sollte dann wahrscheinlich auf mehrere Schultern auch verteilt werden. 5 Euro für die Schweinekasse. Ja, genau, richtig. Gibt auf jeden Fall einen Teil zur Saisonspende. Wir haben es ja auch gerade bei den offensiven Mittelfeldspielern gehabt. Ich denke, da müssen einige vielleicht auch noch mal ein bisschen an sich arbeiten. Da spreche ich jetzt vor allem den Herr Förster an, dass der da vielleicht auch in seinem Abschluss noch ein bisschen besser und effizienter wird. Und ja, auch eben die Jungs wie Tanguy Koulibaly oder auch Matteo Klimowitz, die auch so ein bisschen noch ihre Schwächen im Abschluss haben. Die Anlagen haben sie, bringen sie mit, aber da müssen sie einfach noch ein bisschen kaltschnäuziger werden. Und das meine ich dann eben. Oder auch ein Daniel Didavi, der da wahrscheinlich schon diese Kaltschnäuzigkeit auch ein Stück weit mitbringt und die Erfahrung. Und dann denke ich, kann man das auch gut kompensieren, dass man da eben vorne vielleicht nur den einen hat. Und auf Mo Sanko bin ich gespannt, ob er vielleicht sein erstes Bundesliga-Tor dann auch macht, wenn er die Spielzeit kriegt, weil in ihm sehe ich auch großes Potenzial. Hat, glaube ich, auch einen sehr guten Abschluss. Und so muss man das dann eben als VfB Stuttgart versuchen zu kompensieren, wenn dann eben so ein Abgang auch da ist. Man muss aber auch natürlich sagen, Nico Gonzalez hat natürlich das ein oder andere Tor letzte Saison gemacht, ist aber auch lange Zeit ausgefallen, auch durch seine Verletzungen, und das konnte man ja dann auch irgendwie wieder ein bisschen ausgleichen, das Ganze. Also ja, da habe ich auch meine Hoffnung eigentlich in Chris Führig gesetzt, den ich letzte Saison bei Paderborn auch immer gern angeschaut habe in der zweiten Liga, aber
da hoffe ich jetzt einfach, dass er seinen Bruch schnellstmöglich ausheilt, weil das wäre dann auch noch so ein Kandidat, der sehr torgefährlich ist, zumindest war das in der zweiten Liga, dem ich da auch das ein oder andere, den ein oder anderen Scorerpunkt zutrauen würde. Also ich glaube, wenn ich mich da noch einmischen darf, ja, klar. Ich glaube, einen hast du wirklich vergessen und der ist mir, weil wir es vorhin davon hatten, mit Beas und Suchen, wie er so spielt, einen hast du ganz sicher vergessen und das ist Hamadi Al-Gadoui. Hamadi, hätte ich ganz am Anfang genannt. Also okay, ja, gut. Aber den würde ich mal wirklich rausstellen, weil der ist mir zum Beispiel im Trainingslager sehr aufgefallen. Vor allem in den Trainingseinheiten, wenn du siehst, das ist kurios, man nimmt ihn gar nicht so wahr, aber das ist doch eine ziemliche Kante. Und der kann unglaublich gut den Körper einsetzen, ist wirklich dieser typische Wandspieler, von dem man immer spricht, der wirklich die Bälle auch mal ablegt, der wirklich die Bälle sichert, also nicht den Ball so schnell wieder verloren gibt. Und das ist mir wirklich extrem aufgefallen, als früherer Mittelstürmer, der trifft die Bude. Ja? Der weiß wirklich im Strafraum, der ist wirklich kaltschnäuzig. Ich glaube, dass man da gespannt sein darf, ob da natürlich klar, der hat letztes Jahr fast nicht gespielt durch diese Verletzungen. Aber da könnte ich mir gut vorstellen, dass da noch die eine oder andere Schippe drauf zu legen ist. Ich glaube, das ist einer, der für Überraschung sorgen könnte, wenn Sascha weg sein sollte. Auf der anderen Seite sollte Sascha wirklich gehen und ich glaube nicht, dass ihn Sascha für 10, 20 Millionen weggehen, sondern sicherlich es um die 30 sein dürften, bin ich auch sicher, dass du vielleicht auch 10 oder auch 15 in die Hand nimmst, um jemanden zu holen. Da wird es dann nur die Frage sein, findet man auf die Schnelle jemanden oder nicht? Und auch da wieder kommen wir wieder zu Sven Mislintat, von dem wir ja alle wissen, dass er, glaube ich, schon ein Fleißkärtchen in so Sachen hat, sicherlich die eine oder andere Idee schon im Hinterkopf hat, die man wahrscheinlich realisieren kann. Also von daher denke ich schon, dass dann noch was geht. Und wie gesagt, je nachdem, wie man spielt, das hast du eigentlich völlig richtig gesagt. Ich meine, Koulibaly hat teilweise seine besseren Spiele eigentlich als zentrale Spitze vorne gemacht. Ja. Aber dann musst du halt anders spielen. Dann darf natürlich Sosa nicht die Flanken nur noch in den Strafraum schlagen, sondern dann muss man spielerische Lösungen finden. Weil Koulibaly jetzt natürlich nicht die Kopfballstärke hat, die Sascha hat. Das stimmt. Gut, ganz kurzer Blick noch auf die vier Spieler, die wir verliehen haben diese Saison. Pablo Maffeo zum RCD Mallorca, Maxim Avucha zur WSG Tirol in die österreichische Bundesliga, Antonis Aydounis zu Dynamo Dresden in die zweite deutsche Bundesliga und Leonhard Münst zum FC St. Gallen, dem Testspielgegner. Wir werden euch natürlich auch im Laufe der Saison immer darüber auf dem Laufenden halten, wie es bei denen läuft. George, ganz kurz. Für mich sind das zwei Laien mit Perspektive, nämlich Aydounis und Münst und zwei eher ohne, so da versucht, wo man eher versucht, die Spieler beim anderen Verein unterzubringen. Siehst du es genauso? Also ich meine, bei Maffeo, glaube ich, müssen wir eigentlich gar nicht das Fass wieder aufmachen. Das ist im Endeffekt war es von Anfang an eine tote Geschichte. Die war spätestens dann vorbei, als der Präsident oder der ehemalige Präsident gesagt hat, der steht halt quer im Stall. Ich glaube, den kriegst du nicht mehr hin. Der will einfach, der hat keine Lust auf Deutschland. Der hat, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt gehabt, der hat glaube ich schon nach im Oktober, im August ist er gekommen oder wann das war oder Ende Juli oder sowas. Und im Oktober ist er schon in der Kabine gestanden und hat gesagt, er will wieder weg und er hat keinen Bock und das gefällt ihm alles nicht, das mag er nicht. So, also das kannst du knicken. Im Endeffekt ist es nur eine Schadensbegrenzung, um zu gucken, dass man von den 10 Millionen, die er damals gekostet hat, so viel wie möglich zurückzukriegen. Aber das, ja, also das, darauf wird es rauslaufen. Deswegen war es zwar ein netter Versuch, was Sven Mislintat hat gesagt hat, von wegen, er kriegt sicherlich eine neue Chance, wenn er will, weil er eben ein Spieler des VfBs ist. Aber im Endeffekt war klar, dass die Rückkehr eigentlich schon einem mehr als einem Wunder geglichen hätte. Bei Avucha, der Junge hat natürlich einfach, ja, wie so heißt, einfach die Scheiße an den Hacken. Ja, das erste Spiel damals ging schief, dann kam er wieder zurück. Das zweite Spiel damals in Hamburg ging auch schief. Da war der natürlich verbrannt. Ich glaube, dass der wirklich, sag mal so,
ich habe zu wenig von ihm gesehen, als dass ich jetzt urteilen wollen würde, ob er das Zeug dazu hat, Bundesliga zu spielen oder nicht. Ich glaube nur, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er das in Stuttgart macht, eher gering ist, weil einfach zu viel schiefgelaufen ist. Ich glaube, das ist so eine Geschichte, wenn man mal in so einem Strudel drin ist, kommt man da nicht mehr so leicht raus. Also deswegen habe ich da Zweifel. Und dann haben wir noch Aidonis, was war es? Aidonis, wer war das zweite Nummer? Ach, Münst. Münst, genau. Bei Münst bin ich ganz, ganz ehrlich, durch die Entfernung, was ich euch ja schon gesagt habe, ich betreue ja den VfB von Nürnberg aus, ich sehe eigentlich so gut wie nichts, was ein VfB 2 angeht. Da will ich mir nicht anmaßen, das zu beurteilen, kann ich überhaupt nicht. Also bin ich zu weit weg, kann ich nicht sagen. Und bei Aidonis, klar, bringt eigentlich alles mit, aber im Endeffekt ist es der richtige Weg zu sagen, ich gehe jetzt woanders hin, meine zweite Liga ist sicherlich ein gutes Sprungbrett und da muss ich mich halt beweisen. Nur da muss ich mich beweisen, das bedeutet, ich muss da spielen und zwar viel spielen. Also nur da dann mitzuschwimmen und ab und zu mal reinzukommen oder so, das wird nicht genügen. Also von daher denke ich, wird das schon eine relativ wichtige, entscheidende Saison sein, wie es dann danach weitergeht. Weil wenn er in Dresden sich auch nicht durchsetzt, dann könnte ich mir vorstellen, dass dann irgendwann auch natürlich in Stuttgart die Tür zugeht. Weil wir wissen ja selber, die Konkurrenz schläft nicht und es wird ständig irgendjemand Neues entdeckt werden irgendwo. Und wenn es wieder irgendwo einer vom PSG ist... wo ja Sven sich gerne auslebt, sage ich mal. Also von daher glaube ich schon, er hat sicherlich nur eine Perspektive, aber ich glaube, in dem Jahr wird es wirklich wichtig sein, sich auch in Dresden durchzusetzen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir den Kader durch und blicken nur mal ganz kurz noch auf ein paar Themen jetzt vor Saisonbeginn. Endo und Müller haben Teile der Vorbereitung verpasst. Yannick Kalajdzic und zwei weitere Spieler sind in Quarantäne. Mhm. Mangala ist verletzt, Silas ist verletzt, Führich ist verletzt, Dissé ist verletzt, Ahamada ist verletzt. Geht der Saisonstart in die Hose? Was meinst du? Boah, wenn ich das wissen würde... Moment, stopp, ich muss dich unterbrechen. Ich habe Janik gefragt. Ach so, ja, ich kriege das immer nicht mit, das musste lauter sagen. Entschuldigung. Sorry, ich wollte dich aber eigentlich nicht unterbrechen, aber. Nein, mach das ruhig, um Gottes Willen. Ja, jetzt, das ist auch wieder jetzt eine sehr, sehr coole Frage. Muss ich dir wirklich froh, dass ich nicht antworten muss. Ja. Mach ruhig, Janik. Also, was soll ich sagen? Als VfB-Fan hast du ja immer so einen Grundpessimismus, zumindest geht es mir so. Jetzt hast du natürlich das erste Spiel gleich mal gegen einen Aufsteiger, den ich so gar nicht einschätzen kann. Ich gucke zwar regelmäßig zweite Liga an, aber ich maß mir jetzt nicht an, hier eine sachliche, objektive Analyse zu Greuther Fürth abzugeben. Aber das ist natürlich dann schon eine gemeine Aufgabe, weil du natürlich jetzt als Mannschaft, die souveränen Klassenerhalt geschafft hat, so ein bisschen dann ja in die Favoritenrolle natürlich gedrängt bist. Und da kommt ein Gegner, der natürlich gleich mal ein Ausrufezeichen setzen will, der vielleicht auch sehr, sehr giftig, sehr gallig spielt, sehr eklig, wie man so schön auch sagt. Und ja, eigentlich müssten wir es auch trotz der Verletzungen, um mal dieses Verletzungsthema mit reinzunehmen, müssten wir es, wenn man sich so jetzt das Papier anguckt, haben wir vorhin mal kurz im Kicker-Sonderheft, übrigens absolute Kaufempfehlung, kann man auch schön Werbung dafür machen, da habe ich mir mal den vierten Kader angeschaut. Ja, da müssten wir eigentlich schon gute Chancen haben, da auch mit Punkten rauszugehen. Aber man soll ja bekanntlich, mein Lieblingsspruch, den Tag nicht vor dem Abend loben. Und zu Endo und Müller, ich denke, Müller kann das ganz gut kompensieren. Sven Mislintat hat ja auch schon gesagt, bevor er zu Olympia gegangen ist, und so sehe ich das auch, auf der Torhüterposition ist die Eingewöhnungszeit dann doch nochmal eine andere. Und ich denke da auch mit dem Herr Krebs als neuen Torwarttrainer, mit dem er ja auch schon ein paar Einheiten hatte, wird er da schnell wieder reinfinden. Und bei Endo sehe ich es ähnlich, weil er einfach ein Spielertyp ist. Er weiß, wie das System läuft. Er ist erfahren und ist auch ein absoluter Musterprofi. Also da diesbezüglich in dem Punkt mache ich mir keine Sorgen. Aber wie gesagt, es kommt ein Aufsteiger, der schwer einzuschätzen ist. Und ja, in dem ersten Spiel kann der VfB natürlich viel gewinnen, aber auch gleichzeitig sehr, sehr viel verlieren. Weil wenn du gleich Worst Case, wir verlieren gegen Fürth das erste Spiel, Heimspiel, mit Zuschauern wahrscheinlich, so wie es aussieht, toi, toi, toi. Dann kommt Leipzig, ja.
Leipzig, Frankfurt ist dann, glaube ich, auch zeitnah dabei. Freiburg. Bist du gleich halt in der Drucksituation. Also, Jungs, bitte die Vierter gleich mal in ihre Schranken weisen. Also was mir ein bisschen Hoffnung macht, ist das, was George auch gesagt hat. Also ich bin jetzt eigentlich komplett pessimistisch, aber was mir ein bisschen Hoffnung macht, ist das, was George gesagt hat, dass halt das auf jeden Fall in der Mannschaft stimmt. Und auch dieses, das hat uns ja letztes Jahr auch ganz häufig wirklich das Spiel gerettet, dass die Mannschaft sich wirklich bis zum Ende reingehauen hat. Und dann halt gewinnst, dann spielst du halt noch 3-3 in Hoffenheim beispielsweise oder 2-2 bei Union nach einem 2-0 Rückstand. Das ist auch ein ganz großes Thema war und das könnte man ewig drüber diskutieren. Wir müssen es dann noch kurz ansprechen, weil es jetzt am Wochenende Thema war. Impfungen. Man konnte jetzt in der Stuttgarter Zeitung lesen, dass die Impfquote im Team bei 50% liegt, also ungefähr die Hälfte der Spieler ist geimpft. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob das heißt vollständig geimpft, ob manche noch auf die zweite Impfung warten. Der @braintrain21 schreibt, hätte gerne etwas Aufklärung zur Impfung im Profi- und Betreuerteam. Hat der VfB seinen Spielern, Betreuern ein Impfangebot gemacht? Wann? Warum wurde es nicht angenommen? Aktive Impfgegnerschaft oder eher verschusselt? Was tut der VfB, um seine Spieler zur Impfung zu bewegen? George, du musst das nicht jede dieser Fragen einzeln beantworten, aber so grundsätzlich ist natürlich ein Thema, nachdem der VfB ja bislang, zumindest was offiziell bekannt wurde, gut durch die ganze Corona-Geschichte gekommen ist und jetzt halt gleich 3 Fälle aufgetreten sind. Was sind so deine Informationen zum Thema Impfen beim VfB? Also, zu den Zahlen sage ich dir ganz ehrlich, kann ich nicht verlässlich sagen. Also ich weiß, dass es Impfangebote gab und ich gehe davon aus, dass die an alle waren. Ich weiß, dass der eine oder andere sich von der verabschiedet hat, weil viele ja auch zu ihren Nationalmannschaften sind. Ich weiß, dass dabei der eine oder andere auch gesagt hat, naja, jetzt impfen, jetzt, man ist ja doch auch mal 2-3 Tage das Risiko, dass es ein bisschen zerbröselt. Und das soll es geben. Das kann ich selbst erzählen, weil es mein Sohnemann nämlich mal 3 Tage nach der ersten Impfung ziemlich schlecht ging. Dass man das ein kleines bisschen dann vor sich hergeschoben hat und dann waren wir bei den Länderspielen, dann hat man es da auch nicht gemacht und dann geht man in Urlaub und dann kommt man wieder und im Endeffekt sind wir auch da mal ganz ehrlich, ist es natürlich so, man gehört nicht unbedingt zur Risikogruppe, man hat dieses Gefühl von wegen, ich bin ja sowieso voll im Saft und voll im Leben, was soll mir so ein Virus schon angehen? Also wir wissen ja selber, dass viele in der Richtung auch denken, ohne das jetzt negativ formulieren zu wollen, da spielen ganz viele Sachen mit, dann hast du sicherlich den einen oder anderen, das hat auch der Sven Mislintat hat in unserer kleinen Medienrunde nach dem Spiel gegen Barcelona so durchklingen lassen, du hast natürlich auch den einen oder anderen Spieler, weil du viele junge Spieler hast, der einfach auch verunsichert ist, ja, der einfach hört, oh, die Jungen und dann hast du Fieber und da und dann kann hier und dann kann dort und Nebenwirkungen und klar, sind natürlich Jungs, die vielleicht nicht unbedingt Vater und Mutter nebendran haben, die denen sagen, hör zu, vertrauen wir, das funktioniert schon, alles gut, machen wir. Sondern die da einfach vielleicht verunsichert sind und das in dem Moment einfach sich nicht trauen, diesen Schritt zu machen. Meines Wissens nach, wie gesagt, gab es diese Impfangebote. Wer sie jetzt alles genau angenommen hat, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Will ich mich auch raushalten, weil ich einfach nichts davon hatte, es einfach zu spekulieren. Aber ja, ich glaube schon, es gibt schon durchaus eine ordentliche Anzahl, die es auch gemacht haben. Impfskeptiker glaube ich jetzt eher nicht. Ich glaube einfach, dass diese Unsicherheit einfach in dem einen oder anderen Kopf drin ist. Und die kann man den Leuten natürlich am einfachsten nehmen. Und ich glaube, dass der VfB das sicherlich auch tun wird oder auch tut, indem man einfach den Leuten zeigt, wie es ist. Also Beispiel, wie gesagt, aus dem privaten Bereich. Ich bin geimpft worden, obwohl ich keine 60 bin, auch wenn ich jetzt den VfB schon über 30 Jahre mache. Und damals, ich habe Astra bekommen und da war ich auch gespannt. Und ich habe damals unserem Hausarzt damals gesagt dazu, wenn du es sagst, es ist okay und brauchst mir keine Sorgen machen, dann mache ich das. Und ich habe damit, also knock on wood, aber ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Ich hatte nur am Tag drauf ein bisschen Kopfweh. Da hat eine Ibuprofen und 2 Stunden Schlaf genügt. Und dann bin ich abends zum Spiel gegen Dortmund gefahren. Das kann jeder sich aussuchen oder rausfinden, wann ich geimpft worden bin, am Tag davor nämlich. So. Und das Thema hatten wir dann, was unseren Sohn angeht, der 20 ist. Und da haben wir uns auch viel drüber unterhalten.
Und dann ging es auch um den Hausarzt und ich habe ihm damals nur ganz klar gesagt, hör zu, du kennst uns, du weißt, wie es aussieht, du kennst quasi das Kind, kannst du es empfehlen oder nicht? Und dann kam die Antwort, wenn ich es nicht empfehlen könnte, würde ich es nicht machen. Mhm. Und der wiederum, der hat wirklich 3 Tage schon gelitten, weißt du, mit Schwitzen und Kopfweh und Kopf- und Gliederschmerzen und so. Aber im Endeffekt sage ich mal so, naja, mein Gott, man ist halt mal auch krank im Leben. Und so ging es mir in meinen bald 60 Jahren auch oft genug. Also er hat es auch überwunden und überstanden. Und daran denke ich, wenn man mit diesen Beispielen die Jungen aufklärt, kann das sicherlich helfen, ihre Entscheidung zu fällen. Dass man sie nicht zwingen kann, halte ich für absolut richtig. Das ist wie auch jetzt natürlich im normalen Leben. Ich halte nichts davon, die Leute zu zwingen, außer es sind so Sachen wie damals eben, haben wir ja schon mal gehabt, ich glaube, was war es, Mumps oder Masern in den Kindergärten oder in den Horten, was wo eben da eine Impfpflicht kam, die einfach unumgänglich war, sonst könnten die Kinder halt da nicht hin. Das war die Alternative. Aber grundsätzlich finde ich, du kannst nicht in der Gesellschaft einerseits sagen, soll jeder, es gibt keine Impfpflicht und gleichzeitig willst du die Leute dazu zwingen. Wir haben noch ein paar Hörerfragen bekommen. Da geht es vor allem um mögliche Neuzugänge. Milo von Monaco war, glaube ich, und was war der andere Name? Carlos Rodriguez. Aus Mexiko. Genau. VfB und Mexiko. Ganz kurz, kommt da noch was? George, was meinst du? Also ich würde bei Sven nie was ausschließen. Wie gesagt, also seit ich ihn jetzt hier in Stuttgart erlebt habe, hat er immer, glaube ich, auf den letzten Drücker immer noch irgendjemanden aus dem Hut gezaubert. Also ausschließen würde ich nichts. Bei Rodriguez habe ich einfach deswegen Zweifel. Wie gesagt, ich kann den, wenn ihr mich um eine Einschätzung der Jungs fragt, kann ich einfach nichts dazu sagen. Da kenne ich die einfach zu wenig. Aber bei Rodriguez kann ich zum Beispiel nur sagen, im Raum stehen da angeblich 8 Millionen. Er ist immerhin in Tokio oder in Japan bei der Olympiade oder bei den Olympischen Spielen immerhin jetzt spielen die um Platz 3. Ich habe nur noch mitgekriegt, dass der zum Beispiel einen Elfmeter verwandelt hat. Also ich glaube, dass der Junge sicherlich gut Werbung gemacht hat. Und 8 Millionen hat der VfB einfach nicht. So, Punkt. Ja. Also von daher kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Und ich glaube nicht, dass ein Verein herkommt und sagt, komm, wir leihen den aus. Weil wenn, dann kann man jetzt Geld verdienen. So, das ist das eine. Und bei Mio weiß ich nur, dass der auf jeden Fall, das weiß ich hundertprozentig, weil ich ihn auch darauf angesprochen habe, dass eben Sven Mislintat ein Auge auf ihn hat. Aber es ist einfach noch nicht so weit. Und das ist halt dann einfach die Frage, bei dem der Junge so für 1 bis 1,5 zu kriegen. Und ich glaube, wir wissen ja, wie Sven bei Spielern aus Frankreich tickt. Von daher glaube ich, dass der VfB durchaus ein aussichtsreicher Kandidat ist, wie ich es ja heute auch geschrieben habe. Ob es jetzt letztlich funktioniert, weiß ich nicht, weil mir wurde gesagt, es ist nicht heiß aktuell. Also von daher warten wir mal ab. Aber der wiederum, wie gesagt, hat noch 1 Jahr Vertrag, ist, glaube ich, 1 bis 1,5 Millionen irgendwie wert. Oder was heißt wert? Wird damit quasi taxiert. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass da noch was passiert. Wobei nochmal, jetzt es wirklich drauf ankommt, wo ist denn die Not am größten? Und es ist letztlich ist es auch so, auch das weiß ich, das kam so im Trainingslager so rüber. Sag mal so, das Budget, was noch frei wäre, um etwas noch zu machen, liegt so zwischen 1 und 2 Millionen, wenn der Kader so bleibt, wie er ist. Gut. Bevor wir noch ganz kurz eine Prognose abgeben, wo wir am Ende landen, eine Frage, die du vielleicht mitnehmen kannst zur PK fürs Spiel am Samstag. Der @braintrain21 schreibt, es gab jetzt beim letzten Spiel von Dynamo Berlin gegen Cottbus am Wochenende, wurden schwarze Spieler rassistisch beleidigt? Ist der VfB vorbereitet? Was wird er tun, wenn unsere Spieler rassistisch beleidigt werden? Abbrechen, weiterspielen, aushalten, auswechseln? Das kann, glaube ich, von uns aktuell niemand sagen, wie der VfB reagieren würde. Ich glaube, vielleicht kannst du aber für die Pressekonferenz ich hoffe, dass ich ob man sowas fragt oder ob man dann hinter den Kulissen. Nein, das fragt. Kann man natürlich fragen. Ich hoffe, dass ich es bis dahin nicht vergesse, aber normalerweise denke ich da so schon dran. Also das wird sicherlich auch Thema sein. Ich meine, die Kollegen schlafen ja auch nicht, wie es immer so schön heißt, auf den Bäumen. Die haben da sicherlich auch das im Auge. Die wissen wir ja, die Sache ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Ich glaube,
Da war ja dieser Fall jetzt von wo war es, Hertha in, oh Gott, wo war denn das nochmal, vor kurzem in der Vorbereitung, wo die Berliner ja vom Platz gegangen sind. Ah nee, Quatsch, Blödsinn, Vorbereitung, das war die Olympia genau, gegen Honduras war das. Genau. Und da zum Beispiel sind die drunter gegangen. Mir hat dann, ich bin da ganz ehrlich, dass ich nicht unbedingt hundertprozentig firm bin, was da jetzt rechtens ist und nicht und was da der richtige Vorgehensweise ist, um da jetzt nicht unbedingt bestraft zu werden. Ich persönlich halte diese ganzen Rassismus- und Homophobie-Geschichten für absolut unerträglich und grauenvoll. Genauso wie mir es auf den Zeiger geht, dass wir genau wegen dieser Sorte von dummen Menschen uns ständig mit irgendeinem Blödsinn auseinandersetzen müssen, dass Leute sich outen müssen oder nicht, dass Leute quasi sich zu irgendwas bekennen müssen oder nicht, wo ich einfach sage, wir machen diese Themen ganz groß und die belasten unseren Alltag, weil wir ihnen einfach zu viel Raum geben müssen, statt einfach zu sagen, das ist so, die Menschen sind so und das ist überhaupt kein Problem. Also ich sehe jetzt einfach Olympia, wenn du überlegst, wir haben Menschen mit anderer Hautfarbe, die für Deutschland gestartet sind und Medaillen geholt haben, auf die Leute stolz sein können und stolz sein dürfen und stolz sein sollten. Und das ist völlig wurscht, wie die aussehen, was für Haare sie tragen oder was sie in ihrer Freizeit machen und wen sie lieben oder nicht. Und bei so Sachen, finde ich, muss man eigentlich normalerweise rigoros reagieren. Aber ob das der Verein allein machen kann, zweifle ich an. Normalerweise solltest du sicherlich die Möglichkeit haben, einfach runterzugehen vom Platz. Aber ich bin in so Sachen manchmal auch etwas, wie soll ich es nennen, etwas überspitzt unterwegs. Ich persönlich finde, dass man normalerweise Vereine, ich weiß, dass die Vereine oft dafür nichts können, aber die Vereine können etwas dagegen tun. Ich glaube, wenn man die Vereine da zur Rechenschaft zieht, dass die dann eher dagegen vorgehen. Also, und das hat jetzt nichts mit BFC zu tun, sondern grundsätzlich, normalerweise weiß man ja mittlerweile, wo welche Anhänger stehen. Und wenn aus diesen Kurven, aus dieser Ecke rassistische, homophobe oder was auch immer, Plakate, Rufe, was auch immer ist, muss einfach mal auch ein Schiedsrichter sowas abbrechen. Und dann muss der Verein in dem Moment bestraft werden. Und zwar, ich rede jetzt nicht von 2,50 € für die Kaffeekasse, sondern einfach mal einen Punktabzug, eine richtig fette Geldstrafe, damit einfach die Vereine dagegen vorgehen. Und in dem Moment, wo man einfach nur sagt, wir entschuldigen uns und eigentlich und wir distanzieren uns, damit ist keinem geholfen, da passiert dann auch nichts und da wird sich auch nichts ändern. Aber als Verein dann vom Platz runterzugehen, wenn du, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie die Regeln sind, verzeiht mir da will ich jetzt nichts Falsches erzählen, aber es besteht ja immer die Gefahr, dass du vom Platz gehst und in dem Moment dir die Punkte abgezogen werden oder du dafür bestraft wirst, weil du dann nicht das Spiel fortsetzt und so weiter. Damit, glaube ich, erreichst du nichts, außer dass du im Endeffekt vielleicht dir selber nur schadest. Und von daher ist es, wie gesagt, das ist traurig, dass wir das in der heutigen Zeit immer noch haben. Aber ich glaube, dass man da doch noch mehr erreichen könnte, wenn man noch strikter dagegen vorgehen könnte oder würde. Ja, wir können uns auf jeden Fall mal mit. Das ist auf jeden Fall ein gutes Passschlusswort für den Podcast. Ganz kurz noch, Yannick, was meinst du? Welche Platzierung erreicht der VfB am Ende der Saison? Platz 11. Alles klar. George, was meinst du? Ganz kurzer Tipp. Ach, Yannick, ich könnte, glaube ich, mit deinem Tipp gut leben. Ich glaube, dass der VfB gut genug ist, um mindestens 3 hinter sich zu lassen. Und je nachdem, was wir jetzt hatten, so mit auf den letzten Drücker irgendwie doch noch irgendwie Kalajdzic weg oder sowas oder Probleme mit Verletzten oder sowas, könnte es auch ein kleines bisschen dahinter sein. Aber ich glaube schon, dass du, sag mal, zwischen 10 und 13 sollte es schon reichen. Ja, dem schließe ich mich auch an. Nochmal ganz kurz, die anderen Mannschaften, die werden wir natürlich auch im Laufe der Saison verfolgen. Die U21 startet am 14. August.
bei Rot-Weiß Koblenz, die U19 am Tag drauf gegen Darmstadt und die U17 gegen Ingolstadt. Und wir werden in dieser Saison auch mal uns anschauen, wie die Frauen des VfB Obertürkheim spielen. Die werden ja dann ab nächstes Jahr beim VfB spielen und die starten am 12. September beim SV Hegnach in die Regionalliga Süd. So, jetzt sind wir fast fertig mit unserer Podcast-Folge. Die nächste Folge nehmen wir auf nach dem Pokalspiel, jetzt am Wochenende gegen den BFC Dynamo. Wir haben eure ganzen Hörerfragen, denke ich mal, auch beantwortet heute. Wir haben sie nicht alle vorgelesen, aber ich denke, wir haben sie im Großen und Ganzen beantwortet. Wenn ihr mit uns dieser Saison Podcast aufnehmen wollt, dann meldet euch. Wir haben noch für ganz viele Spiele Plätze frei. Denn auch diese Saison wollen wir mit euch aufnehmen. Wir haben auch wieder ein Tippspiel am Laufen. Da sind noch ein paar Plätze frei. Unseren ganzen Werbeblock zum Thema Spenden, den kennt ihr schon. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das entweder finanziell über PayPal oder über Patreon tun oder ihr sagt einfach Leuten, dass es uns gibt und ihr lasst uns eine kleine Rezension bei iTunes, bei Apple Podcasts. Genau, oder sagt einfach, wo man uns findet, auf rundumdenbrustring.de, bei Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und so weiter. George, nochmal ganz kurz. Dich findet man bei unter @GeorgeMoisides bei Twitter und man kann dich natürlich im Kicker lesen. Mhm. Erstmal vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast. Auch unsere wie immer unvermeidlichen technischen Probleme mit uns durchgestanden hast, aus denen ich hoffentlich hinterher eine schöne Podcast-Folge bastle. Okay, alles gut. Ich habe zu danken. Ja, super. Dann schön, dass du da warst und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns dann nach dem Pokalspiel wieder. Dann sage ich jetzt an dieser Stelle tschüss und bis nächste Woche. Servus, ciao. Ciao.